wenn wir mal nur haben, doch kommt, dann wird wie was wie du. Wir kauft uns einfach auf dein Pen an der Eck von der Dovidstraße. Hurray, 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 hurray. Wir kauft uns einfach auf dein Pen an der Eck von der Dovidstraße. Hurray, hurray. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich höre seit 19 Jahren auf den Namen Fips Asmussen. Hier kam auf die 20 zu. Früher war ich natürlich einmal Junge. Ich bin ein waschechter Hamburger Jung von einer sagenhaften Alimentalität. Bin meine Eltern Sonnenschein, habe Abitur, formfremde Füße, eine schöne Wohnung, einen schlechten Charakter. Bin kein Sexmuffel, nehme nie die von gestern und lebe nach dem Motto, wer nicht liebt, Wein, Weib und andere Frauen, dem soll man den Christbaum um die Ohren hauen. Ich habe auch kürzlich geheiratet. Ich wollte nicht, aber die Kinder waren dafür. Bekannt geworden bin ich durch meine Sprüche. Zum Beispiel, wenn einer aus dem D-Zug speit, was man ihm keineswegs verzeiht, und wird vorübergehend blind, so herrschte starker Gegenwind. Ihr fühlt langsam, womit ich berühmt geworden bin, nicht? Oder? Ein Mädchen ging mal Pilze pflücken und muss sich dabei oftmals bücken. Jetzt Stilze, scheiß Pilze. Oder über einen grünen Anger ging Luise Böhm. Sie war im 6. Monat schwanger und wusste nicht von wem. Unangenehm. Oder der Eber, der ist missgestimmt, weil seine Kinder Ferkel sind. Nicht nur die Frau, die Sau alleine, auch die Verwandtschaft, alle Schweine. Ja, ihr merkt es ganz deutlich, ihr spürt es. Ich mache in leichter Muse und zur leichten Muse. Ich sage ehrlich, gehören Frauen, wenn ich hier in die Runde gucke, dann haben wir das verdammt schöne Frauen, wenn man bedenkt, mit was man sich zu Hause behelfen muss. Ich stehe nach wie vor auf Frauen, obwohl es gar nicht modern ist. Ich kann mit Männern nicht warm werden, das ist eigentlich. Was? Da kommt Daddy nach Hause und sagt zu seinem Söhnchen, Sonny Boy, traurig schaust du aus. Was ist passiert? Hm? Hast du ein Kabeljack kaputt gefahren? Nein, Daddy. Was sagst du? Du siehst traurig aus. Was hast du? Kannst du es sagen? Daddy hat viel Geld, Daddy kauft einen neuen Kabeljack. Nein, Daddy, das ist es nicht. Na komm raus, Sonny Boy, mit der Sprache. Was ist los? Hast du Empire State Building angesägt? Nein, Daddy. Kannst du es sagen? Daddy hat viel Geld. Daddy baut größer, schöner, neuer. Hm? Kannst du es sagen? Nein, Daddy, das ist es nicht. Na komm raus, Sonny Boy. Was ist es? Was bedrückt dich? Daddy, ich bin homosexuell. Na, das macht doch nichts. Daddy hat viel Geld. Daddy kauft die Wiener Sängerknaben. Oder, pass auf. Ozean, nicht? Passagierschiff. Geht unter. Kurz vorm Untergehen sagt der Captain auf Deck, so hören Sie mal zu hier, Kinder und Frauen links raus, Männer rechts, da bleibt einer in der Mitte stehen und sagt, und ich soll wohl sterben, man kann nicht sterben. Nein, nein, Freunde. Ich sage immer, Hauptsache es steht ein warmes Herz in der Hose, was? Dann kann nichts passieren. Nein, es ist wirklich wahr. Oder, da steht so ein Süßer, ein richtiger Klaus Berben. Steht an der Verkehrsampel und sagt, Herr Wachmeister, darf ich einmal bei Orange? Sagt er, nein. Bitte, bitte, Wachmeisterchen, einmal bei Orange. Und dann sagt er gleich, kommt Waldmeister und dann hopp, hopp, hopp. Pass mal auf. Ihr könnt euch vorstellen, zu einem Baugerüst gehören ja Maurer, nicht? Und jeden Morgen geht an diesem Baugerüst ein Schwuler vorbei. Und jeden Morgen rufen die Maurer runter, blöder Schwuler, blöde. Und jeden Morgen ruft der Schwuler auf, blöde Maurer, blöde Maurer. Und eines Morgens geht hinter dem Schwulen eine dufte Blondine, ein Rasseweib. Oh, war das ein Typ. Die Maurer ließen vor Begeisterung ihr Arbeitszeug fallen und riefen auf, hallo, dufte Blondine. Da denkt der Schwule erst gemeint, hallo, Architekt.
Nein, Freunde, da kann man doch nur sagen, des Mittags lasst die Arbeit ruhen und freut euch auf den After. Ja, Plattdeutsch müsste man können, was? Nein, es ist ja so, Freunde, Frauen sind nichts Besonderes, aber sie sind, wie gesagt, das beste andere Geschlecht, was wir Männer kennen. Daran führt kein Weg vorbei. Und man soll dicke Frauen heiraten. Tja, im Winter hat man es warm, im Sommer hat man Schatten. Freunde, es gibt auch Frauen, die sind so dünn, wenn die Himbeersaft trinken, sehen die aus wie ein Fieberthermometer. Gibt es. Aber Ladies und Muttis, was wäre die Welt ohne Männer? Die drei schönsten Dinge im Leben, das wissen wir, sind Essen, Trinken. Und schon sind wir beim Thema Nummer 1. Bei der Liebe. Wie heißt es im Fernsehen immer so schön? 7 Dinge braucht der Mann. Sex und Saufen. Nicht? Und Beate Uhse, ihr kennt Beate Uhse, diese nordische Freudenamsel. Diese große Klara aus dem Norden, die hat jetzt festgestellt, dass eine Frau mit 19 Jahren weitaus bessere Heiratschancen hat als eine Frau mit 19 Kindern. Die Frau ist doch doll. Und sie erwähnte kürzlich, Frauen leben zum Beispiel länger als ihre Männer. Vor allem die Witwen. Das finde ich enorm. Und die unterscheidet zum Beispiel zwischen glücklichen Ehen und normalen Ehen. So weit sind wir schon. In der glücklichen sagt sie, Schätzchen, weißt du, was unser Bett und unser Bankkonto gemeinsam haben? Nee, was denn? Ich habe heute beide sauber überzogen. Nicht? Und in der normalen Ehe, da sagt sie, Frau Müller von nebenan, die hat schon wieder ein neues Auto, Nerzmantel, Geschirrspülmaschine, Waschvollautomat, was hab ich? Sagt er, du hast 4 Kinder. Ja, die habe ich, aber wenn es an dir gegangen wäre, hätte ich nicht mal die. Nicht? Das ist die normale Ehe. Wir können ganz beruhigt über das Heiraten sprechen, obwohl mir mal so ein Junggeselle sagte, wenn ich ein Glas Milch trinken will, brauche ich nicht gleich eine ganze Kuh zu kaufen, hat er doch recht. Heirat ist eine wunderbare Sache, es darf du nicht zur Gewohnheit werden. Wie die ein zur anderen sagt, wie war denn deine Hochzeitsnacht? Auch seht die andere wie immer. Freunde, das Drama Ehe fing doch damals im Paradies schon an, als die Eva den Adam fragte, Adam, liebst du mich? Sag mal, was ein Quatsch, wen denn sonst? Das war noch nicht toll, die hatten noch nicht viel, da war noch nicht viel dran. Die hatten kein Fernsehen, die hatten keine Zeitung. Gucken Sie heute zum Beispiel in die Zeitung, lesen eine Anzeige, junger Mann mit Heiratsabsichten sucht älteren Ehemann, der ihm das wieder ausredet. Oder suche junge, wohlhabende Witwe, über der ich meine Sorgen vergessen kann. Wisst ihr, was eine Witwe ist? Das ist eine Frau, die immer weiß, wo ihr Mann ist. Nein, vor der Ehe kann sie noch so schön sagen, Schätzchen, wirst du mich denn auch noch so lieben, wenn wir verheiratet sind? Natürlich. Du weißt doch, ich hatte immer eine Vorliebe für verheiratete Frauen. Und nach der Hochzeitsnacht sagt sie, denn Schatz, ich muss dir was gestehen, ich leide unter Asthma. Na gut, dass du mir das sagst, aber heute Nacht schon geglaubt, du pfeifst mich aus, du. Und dann vergehen die Jahre, Freunde. Alles wird ein bisschen ruhiger. Muss auch vorstellen, eines Abends soll es denn wieder sein. Nicht? Und Oma schickt sich dann an, in die Federn zu schlüpfen. Nicht? Und plötzlich sagt sie dann, Opa, ich glaube, ich hab's im Kreuz. Na gut, dass du mir das sagst. Ich hätte nach einer alten Stelle gesucht. Nee, und eines Tages ist es dann wirklich soweit, dann rennt er aufs Polizeirevier und sagt, Herr Kommissar, ich möchte meine Frau als vermisst melden. Tja, wann haben Sie es bemerkt? Heute Morgen, als Sie das letzte weiße Hemd aus dem Schrank nahm. Haben Sie ein Bild von Ihrer Frau? Habe ich, Herr Kommissar. Der sieht sie dann an und sagt, tja, wollen wir die wirklich noch suchen? Heirat und du lachst dich kaputt, das ist wirklich wahr. Das ist, muss ich euch erzählen. Pärchen sitzt in der Bundesbahn. Er mit solcher Backe, dem hatten sie gerade einen Weisheitszahn raus und berührt. Sagt er plötzlich, Liebling, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss unbedingt meinen Speisewagen Cognac trinken. Na, sagt sie, geh mal, mein Schatz, du musst ja unwahrscheinliche Schmerzen haben. Na, der geht in den Speisewagen, kippt ein paar, diese doppelten, diese siamesischen, ihr kennt ihn nicht. Plötzlich kommt der Schaffner und sagt, entschuldigen Sie, sind Sie der Herr aus Abteil 14? Ja, das bin ich. Ich muss Ihnen eine ganz traurige Mitteilung machen. Ihre Gattin hat gerade die Waggontür mit der Toilettentür verwechselt, ist rausgefallen. Na, ausgerechnet jetzt, wo ich nicht lachen kann. Oder, pass auf! Ein Jung, pass auf, sei doch mal ordentlich ruhig, Mensch. Wenn ihr lachen wollt, geht doch irgendwo anders hin. Das ist so eine ernste Angelegenheit. Müsst ihr euch vorstellen, jung verheiratetes Pärchen gehen zum ersten Mal gemeinsam in ein Schwimmbad.
herrliches Wetter. Sie sonnen sich, sie ahnen sich, plötzlich steht er auf. Das war so ein Typ, wie soll ich ihn schildern? So, wo steht das Klavier? Ich trage die Noten. Ihr kennt die Typen. Rauf auf den 10-Meter-Turm, spring von oben runter, doppelte Schraube, einfache Rittberger, weiche Landung. Kommt wieder raus, schüttelt sich, trocknet sich ab. Sagt sie, das war ja toll, was du gezeigt hast. Das wusste ich gar nicht. Sag, wo hast du es gelernt? Ach, sagt er, diese Kleinigkeiten. Was sollst du, weißt, wir haben aus Liebe geheiratet. Ich war mal Olympiasieger im Turmspringen. Kurze Zeit später steht sie auf. Ganz hagerer, sportlicher Typ. Oh, war die mager. Bei der Auferstehung des Fleisches konnte die liegen bleiben, so mager. Rauf auf einen dieser Startblöcke, rein ins Wasser, 400 Meter kraulen, eine sagenhafte Zeit, schneller als Toni Seiler. Kommt wieder raus, schüttelt sich, trocknet sich ab. Sagt er, du, das war aber auch toll. Sag, wo hast du denn das gelernt? Ja, sagt sie, ich war mal Nutte in Venedig. Nein, ich sage immer, es gibt auch glückliche Ehen. Es gibt heutzutage noch Ehen, in denen die Männer echte Kavaliere sind. In denen die Männer die Tür aufreißen, wenn die Frau mit den Kohlen aus dem Keller kommt. Das gibt es. Es hat sich alles ein wenig geändert heute. Wenn heute ein Mann an der Frau die Autotür aufhält, ist entweder das Auto neu oder die Frau. Es ist wirklich was dran, Freunde. Es ist eben unsere Zeit, unsere verrückte Zeit, sage ich immer. Wir leben in einer verrückten Zeit. Die schönste Zeit ist heute die Mahlzeit. Wenn man heute ein Brot kauft, ist es morgen schon von gestern. Nee? Es gibt heute Leute, die fressen ihre Badetabletten und dann wundern sich, dass sie nicht sauber werden. Ein Bekannter von mir, der ist Maler, der witschert. Der arbeitet heute schon mit Computer. Da kommt oben die Farbe rein, unten kommen die Gelackmeierten raus. Nee, es gibt heute Mütter, die kaufen ihren Kinderwagen auf Raten. Was ist der Erfolg? Das Kind stottert. Muss ich euch erzählen, ich war meinen Bekannten eingeladen. Ich komme da rein. Seine Frau war gerade niedergekommen, die hatte was Kleines gekriegt. Ich sage, das riecht aber verdammt nach angebrannter Milch. Sagt er, was heißt hier angebrannte Milch? Das ist unsere Amme, die liegt mit 40 Grad Fieber im Bett. Unsere verrückte Zeit. Die vornehme Frau von heute lässt sich in Spinat durch Fleurop schicken. Die vornehme Frau von heute sagt, Jeans hat der Kanarienvogel schon gebadet. Ja, gnädige Frau, können jetzt reingehen. Unsere verrückte Zeit. Ist doch schlimm, da treffen sich zwei Mönche auf einer Party. Sagt der eine, Halleluja, sagt der andere, Hello, Dolly. Das ist unsere verrückte Zeit. Das nimmt doch alles überhand langsam. Die Tierliebe mit Chimek, Professor, Doktor, der übertreibt doch langsam. Der protestiert jetzt schon gegen die Herstellung von Löwensenf. Ich meine, wo kommen wir da hin? Wenn das so weitergeht. Unsere verrückte Zeit, Hamburger Hauptbahnhof, muss ich euch erzählen. Kennt ihr Hamburger Hauptbahnhof? Halb so groß wie der Friedhof von San Francisco. Doppelt so groß. Steht einer am Briefkasten, wirft 5 Mark rein, guckt zur Bahnhofsuhr und sagt, verdammt, schon wieder 3 Kilo zugenommen. Das ist unsere hektische Zeit. Ist es nicht fürchterlich? Fürchterlich. So ein anderer rennt da rum mit so einem Bauchladen. Ihr kennt diese Dinger, diese Blechapparate, nicht? Und ruft immer, heiße Würstchen, heiße Würstchen, heiße Würstchen. Da tippt ihn einer auf die Schulter und sagt, haben Sie Polypen? Nee, nur heiße Würstchen. Unsere verrückte Zeit. So ein anderer, es geht ja alles automatisch heute. Der steht da in der Wandelhalle, da steht da so ein Automat für belegte Brötchen. Nicht so, Mark rein, Brötchen raus, Mark rein, Brötchen raus. Mark. 10 Stück hat er raus, sagt sein Nachbar. Menschenkind, haben Sie nicht bald genug? Sagt er, jetzt soll ich aufhören, wo ich gerade eine Glückssträhne habe. Ist das nicht schlimm, Freunde? Man kann Sachen erleben. Es ist ganz... Nee? Unsere hektischen 70er, sehen Sie, ich bin Pechvogel, kaufe mit Anzug mit 2 Hosen, verbrenne das ja kehrt. Andere bohren in der Nase und stoßen auf Öl. Es ist also schlimm, Leute. Das sind die hektischen 70er Jahre, da kann man doch nur sagen, machen mal Pause, geh ins Zuchthaus. Da kommt einer aufs Postamt und sagt, ich hätte gerne eine Wohlfahrtsmarke zu 30, aber addieren Sie den Preis aus, es soll ein Geschenk sein. Muss ich euch erzählen, ich war bei mir auf dem Postamt, ich komme da rein. Da hatten sie gerade einen umgebettet, also der war am anderen Schalter. Nee, und der stempelte den ganzen Tag Briefe. So, ich sag, Meister, ist das nicht langweilig? Ich sag, da kann ich nicht sagen, so, jeden Tag ein anderes Datum. Kennt ihr? Sag mal, kennt ihr den Unterschied zwischen einem Beamten und einem Laubfrosch? Nee. Gibt's keinen. Beide sitzen auf dem Hintern und warten auf Mücken. Wissen Sie, ich war damals bei der Bundesbahn angestellt.
hat man damals fristlos entlassen. Ich habe da im Hauptbahnhof die Schließfächer als Hotelzimmer Lilliputaner vermietet. Das wollten die nicht. Da sollte damals eine Prüfung machen. Als Lokführer sagt der Prüfer: Kandidat, Sie wollen einen Triebwagen fahren. Was machen Sie, wenn Sie losfahren wollen? Sagt er: Werfen Sie eine Schaufel Briketts auf. Sagt er: Gut, Sie wollen schneller fahren. Was machen Sie? Werfen Sie Brikett nach. Sagt er: Gut, andere Frage. Sie stehen, Sie wollen rückwärts fahren. Was machen Sie? Dreht die Briketts rum. Ist das nicht schlimm? Unsere Zeit. Da sagt der eine: Ich habe jetzt einen Igel mit dem Regenwurm gekreuzt, 100 Meter Stacheldraht. Sagt der eine: Ist auch gar nicht. Ich habe einen gekannt, der hat einen VW mit der Lokomotive gekreuzt. Solche Beerdigung. Schlimm, nicht? Da sitzen zwei in der Zelle. Sagt der eine: Ich habe einen tollen Traum gehabt. Einen tollen Traum gehabt, aber ich nachte in die Zellentür. Herrliches Wetter strahlte rein. Ich habe mir ein Fahrrad geschnappt. Rausgefahren ins Grüne. Oh, gar nicht, aber nach dem Träumen, da ging die Zellentür auf, das muss ich dir erzählen. Weißt du, wer reinkam? Brigitte Bardot, Sophia Loren, Splitterfasernet. Sagt er: Du hast mich nicht geweckt? Sagt er: Konnte ich nicht, du warst nur mit dem Fahrrad unterwegs. In Alsterdorf, muss ich euch nur erzählen. Da sitzen zwei in der Zelle, sagt der eine: Du, ich bin mal Kaufmann, sagt er: Verlegt. Pass auf, du bist Kunde, ich bin Kaufmann, sagt er: Verlegt. Pass auf, du musst jetzt reinkommen. Pass auf, ich komme jetzt. Moin, ich hätte gern zwei Flaschen Blumenkohl. Sagt er: Das ist doch Blödsinn, das ist Quatsch, das geht doch gar nicht. Komm, geh noch mal raus, komm noch mal frisch rein. Pass auf, ich komme jetzt noch mal frisch rein. Pass auf, ich komme jetzt. Moin, ich hätte gern zwei Flaschen Blumenkohl. Sagt er: Ich habe eben gesagt, das ist Blödsinn, das ist Quatsch. So, komm, jetzt machen wir es umgekehrt. Jetzt bin ich Kunde, du bist Kaufmann. Sagt er: Finde ich prima. Aber du musst auch reinkommen. Pass auf, ich komme jetzt. Guten Morgen, ich hätte gern zwei Pfund Blumenkohl. Ja, haben Sie Flaschen dabei? Ja, Freunde. Freunde, singen möchte ich heute Abend nicht. Nein, mein Arzt hat mir das Singen verboten, er wohnt bei mir im gleichen Haus. Kann man ja auch verstehen. Singen ist ja nicht ganz einfach, nicht? Heute wird alles in Platte gesetzt, was so einigermaßen gesund husten kann. Das ist nicht so. Nee? Deshalb sage ich, eine Fistel macht noch keine Stimme. Das ist doch wirklich so. Denkt an den Tenor, der in der Staatsoper da die Liebesarie proben soll. Sagt der Intendant: Mensch, das Kind nochmal, das klingt ja fürchterlich, haben Sie noch nie geliebt? Doch, Herr Intendant, aber noch nie dabei gesungen. Singen ist tatsächlich nicht ganz einfach, Freunde. Es gibt heute Leute, die bilden sich ein, sie können singen nur, weil sie Beine wie ein Kanarienvogel haben. Das ist doch gar nicht wahr. Sehen Sie, ich habe damals eine wunderschöne Zeit mitgemacht mit meinem Freund Kammersänger Uwe Seeler. Wir haben im Kirchenchor von Castrop Rauxel so gesungen. Es war eine wunderschöne, eine erhebende Zeit. Jetzt sind die Leute anschließend zum anderen Glauben übergetreten. Es war also eine wunderschöne Zeit. Wenn ihr in Putt mit Bohnen steigt und du in Putt mit Brü, lohnt ich den Putt mit Bohnenstone und tanz mit mir Marie. La 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 la. Und wenn Marie nicht tanzen will, dann weht ich, wat ich do. Den stopp ich sie in Hobersack und bin im Bogentau. La 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 la. Und wenn sie denn auch bieten deit, oh lebe Mann, mo Gott, dann bin ich im noch faster Tau und set mi Bogen ab. Zack! La 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 la. La 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 la
Ne? Kinderarbeit macht das Leben schön, ich könnte stundenlang zugucken. Der einzige Nachteil der Arbeit, man hat keine Zeit zum Geld verdienen. Und es dreht sich heute alles ums Geld, wenn wir ehrlich sind. Es gibt heute Leute, die haben so viele Goldblomben im Mund, die schlafen nachts mit dem Kopf im Safe. Andere gehen in den Wald, hängen sich auf, damit sie wenigstens einmal auf den grünen Zweig kommen. Sehen Sie, ich habe jetzt eine Goldader entdeckt, ich spekuliere auf Minen. Ja. Ich stelle mich mittags um 12 vor die Börse, wenn einer rauskommt mit der fröhlichen Miene, den komme ich an. Es hat sich alles geändert heute, sage ich immer. Sehen Sie, die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie früher mal war, ne? Sehen Sie, ich habe damals an eine Klapperscheuche geglaubt, da musste ich schon Alimente zahlen. Die Kinder heute in der Schule haben Sexunterricht. Ich meine, ich finde das ganz doof, man soll ihnen nur keine Hausaufgaben aufgeben. Da hörst du auf. Wenn die Eltern die nachsehen, die laufen euch jedes Mal schamviolett an. Doch schlimm, ist doch schlimm. Da sagt die eine alte Jungfer zur anderen, die heutige Jugend ist so verrückt. Oh, ist die heutige Jugend verdorben. Tja, sagt die andere, heute müsste man jung sein. Nicht? Oder die beiden Rentner, die auf der Bank sitzen, da schlendert ein Teenager vorbei. Dem einen, dem wuchs schon das Gras aus der Tasche, ihr kennt das. Ne? Und der andere sah so aus, als wäre ihm der Sargdeckel schon dreimal ins Gesicht gefallen. Nicht? Und da schlenderte so ein Teenager vorbei im Minirock. Nicht? Sagt der eine, wenn ich das sehe, wird mir ganz warm ums Herz. Und bei der möchte ich noch mal 20 sein. Sagt der andere, bist du eine Schucke? Wegen der 5 Minuten noch mal 45 Jahre arbeiten, du? Es ist wirklich was dran. Mit Kindern kann man auch zauberhafte Sachen erleben. Nicht? Da stehen drei kleine Hamburger Jungs zusammen. Sagt der eine, ich habe eine Freundin, die ist 4. Sagt der andere, ich habe eine Freundin, die ist 5. Sagt der dritte, ich habe eine Freundin, die ist 6. Oh, sagen die anderen, viel zu alt. Ja, die hat aber ein Temperament wie eine 3-Jährige. Unsere Kinder oder drei Hamburger Jungs kommen zur Schule. Drei Buben, Drillinge. Sagt der Lehrer, stellt euch mal vor, wie heißt ihr? Ich heiße Heini Müller. Und du, Fritz Müller. Und du, Max Müller. Hör mal zu, deine Brüder sprechen so hell und du so dunkel. Wie kommt denn das? Ja, meine Mutter hatte damals nur 2 Zapfstellen und ich muss immer die Bärenmarke saufen. Kinder wie die Bilder, was? Da steht die Kleinste in der Schule auf und sagt, Frau Lehrerin, kann meine Mami schon ein Kind bekommen? Wie alt ist deine Mami? 39. Natürlich kann sie ein Kind. Dankeschön. Frau Lehrerin, kann meine große Schwester auch ein Kind bekommen? Wie alt ist deine große Schwester? 18. Natürlich kann sie ein Kind bekommen. Dankeschön. Frau Lehrerin, kann ich auch schon ein Kind bekommen? Nur du Dummerchen, du bist doch viel zu klein, du bist noch viel zu jung. Da steht in der letzten Reihe einer auf und sagt, siehst du, ich hab's dir gleich gesagt, wir brauchen nicht aufzupassen. Kinder wie die Bilder. Was? Da sagt die kleinste Mami, Mami, wie wir zusammenleben, ist eigentlich genau wie bei den Tieren. Könnte man sagen, Mami, dann bin ich zum Beispiel das Kälbchen. Naja, so ungefähr. Und du bist die Kuh, Mami. Naja, so kann ich mir vorstellen. Und Papi ist der Bulle, nicht? Nein, Papi ist der Ochse, der Bulle wohnt 3 Häuser weiter. Kinder wie die Bilder. Was? Oder am Rhein, müsst ihr euch vorstellen. Am Rhein geht der Papi mit dem Kleinsten spazieren. Hinter einem Gebüsch entdecken sie ein Pärchen. Nackelig. Die machen so ein bisschen EWG. Europäische Wiesengepflaster. Sagt der Kleine, Papi, guck mal da. Guck da nicht hin, wer weiß, woher die sind. Papi, aus dem Rheinland sind die aber nicht, die schunkeln ganz anders. Oder ihr erinnert euch ja noch ganz genau an unsere Hamburger Attraktion, dieses deutsche Derby hier in Horn, ne? Die Lehrerin ging mit den Kleinsten, mit den ABC-Schützen, mit den Jungs auf die Rennbahn, zeigt ihnen alles, Führung, Stallung, Hindernisse. Ich dachte, eine Verlehrerin, ich muss mal. Und sie, wer von den Buben muss noch? Es melden sich verschiedene. Dort geht mal rein, da steht's dran, Männer. Verschwinden alle, plötzlich kommt der eine wieder und sagt, Verlehrerin, das geht nicht. Komm, nein, ist viel zu hoch. Da sagt sie, warte, ich helfe euch. Geht mit denen rein, knüpft den einen, zieht die Hose auf, geht sie alle hoch. Und plötzlich sagt sie zu einem, Bub, du bist aber schwer. Bist du auch aus meiner Klasse? Nein, sagt er, ich bin der Jockey vom dritten Rennen. Danke, danke, ist genügend, ja. Danke.
andere nicht. Zwei Jockeys, sagte einer. Was kriegt dein Pferd so zu fressen, sagte Hafer. Nur vom Besten. Und deins? Whisky. Nur vom Besten. Schon mal gewonnen? Nein, sagt er, gewonnen noch nicht. Aber mein Pferd ist immer das Lustigste beim Start. Nicht und vor den Stall und da sammelte einer Pferdeäpfel. Da sagt einer, was wollen Sie denn damit? Sagt er, nehme ich mir nach Hause, streue ich über die Erdbeeren. Sagt er, komisch, wir nehmen immer Zucker. Nicht? Oder denk zum Beispiel an die beiden unehelichen Söhne von Attila Sandburg. Der eine humpelte so ein bisschen mit der Zunge. Traf nicht, sagt eine. Warst du? Sagt er beim Arzt. Was fehlt dir denn? Eine Prostataentzündung. Was denn das? Sagt er, ich pinkel so, wie du sprichst. Ihr müsst tatsächlich mal unter Leute gehen. Es ist also irre. Man kann was erleben. Muss ich euch erzählen. Ich war kürzlich in einem Lokal. Das war also an sich eine ganz doofe Sache. Ein ganz, ganz vornehmer Laden. Stinkt vornehm. Also da graben sich die Kellner gegenseitig Trinkgeld. Ein irrer Laden. Toller Laden. Und muss ich euch schildern. Da saß also ein Herr an der Bar. Große, impotente Erscheinung. Schmalbrüstig, blutarm, arbeitsvoll. So eine richtige frohe Natur, sinnesvoll durchkonstruiert. So ein richtiger Klosterfrau Melissenkörper. Ihr kennt diese Typen. Ein irrer Typ. Und er war oben schon so ein bisschen weg. Man nennt das ja heute Striptease auf höchster Ebene. Nicht? Und er hatte so hier auf der Oberlippe dieses Sauerkraut. Kennt ihr so? Er sah so aus wie Einstein nach der Wurmkur. Also, unwahrscheinlich. Und die Kapelle spielte so schön diesen alten Evergreen von Erna Sack, der Mond von Wanne Eickel. Es war also unwahrscheinliches Flair in diesen Räumlichkeiten dort. Und an einem dieser Tische, da saß eine Blondine. So was von Blondine. Bei der kam die dunkle Vergangenheit schon wieder durch. Ein Rasseweib, also gegen dieser Lollo aus wie der Glöckner von Notre Dame. Die war so in dem Alter, wo die Rose wieder zur Hagebutte wird, kennt ihr? Ein unwahrscheinliches, und die schielte. Oh, die schielte. Die hatte so diesen Hausfrauenblick. Links nach der Wäsche, rechts nach der Klammern, kennt ihr? Oh, schlimme Frau. Und die hatte einen Mund. So was Großes von Mund habe ich noch nicht gesehen. Die konnte beim Küssen nebenbei Liebling sein. So was von Frau, also irre. Und herrliche Reklamehügel, also gut besuchte Bluse, ein Dekolleté. Die trug den Nabel als Brosche, also unwahrscheinlich. Nicht? Und ehrgeizige Unterpartie. Nicht? Die trug einen Minirock, das war kein Minirock, das war eine Popo-Manschette, also so ein ganz kleiner Apparat. Ne? Und er rutschte plötzlich von seinem Hocker runter und zwingte so, wie so ein Linksaußen auf sie drauf los, so nach dem Motto, mach Gevatter, wir essen zeitig, die Nacht ist die Mutter der Sünde, kennt ihr? Unwahrscheinlich, machte seinen Bückling und sagte, darf ich bitten oder wollen wir erst tanzen? Ihr müsst in solche Lokale gehen, es ist also irre, da kam einer rein, der sagte, Herr Ober, ich möchte gern die Nieren, sagte, tut mir leid, die Nieren sind leider alle. Wenn Sie gern was anderes, sagte er, wie ist es denn mit Zunge? Nee, sagte er, was andere Leute schon im Mund gehabt haben, das mache ich nicht. Nee? Etwas weiter saß ein Pärchen, so ein junges Pärchen, der gab mir die Karte rüber und sagte, Liebling, was möchtest du denn gern? Ja, so viele weiß noch, was ich gern möchte. Ja, das weiß ich auch hin und wieder. Müssen wir auch was essen, das letzte Mal. Ein anderer Herr kam rein und sagte, Herr Ober, haben Sie Schnitzel? Ist das gerade ausgegangen? Haben Sie Rumpsteak? Ist gerade ausgegangen. Haben Sie Eisbein? Ist gerade ausgegangen. Haben Sie Asthma? Muss ich mal nachfragen. Ein anderer Herr hatte sich ein Steak bestellt. Sagt der Ober, das Steak stinkt. Da geht der Ober drei Schritte zurück und sagt, jetzt auch noch. Ein anderer Herr schrie aus der Ecke, Herr Ober, das Brot schmeckt aber nach Eisen. Ja, sondern muss eine die Flinte ins Korn geworfen haben. Ihr müsst mal in solche Lokale gehen. Er sagt, Herr Ober, kommen Sie mal her, hier ist ein Haar in der Suppe. Können Sie sich etwas Ekelhaftes vorstellen als ein Haar in der Suppe? Ja, mein Herr, umgekehrt. Ja, pass auf! Nein, Freunde, das muss ich euch noch erzählen. In diesem Lokal, da saß ein älteres Pärchen und die hatten sich so ein deutsches Haustier mit einem Bein bestellt. Ihr kennt die aber gerade, diese Gummiader, diese halben Hähnchen.
Und der Ober kam an mit dieser Handbowle, mit diesem Wässerchen, Zitronenwässerchen, stellte das ganz elegant hin und sie sagte, na Liebling, ich hab wieder was zu trinken bestellt. Ich sagte, nee. Ja, was ist denn das da? Sagt er, weiß ich nicht, musst du mal den Ober fragen. Herr Ober, kommen Sie mal her hier. Was ist denn das hier? Gnädige Frau, das ist zum Händewaschen. Siehst du, sagt er, wer dumm fragt, kriegt eine dumme Antwort. Ja, Freunde, man muss tatsächlich unter Leute gehen. Oder, wenn ihr ausgehen wollt, geht mal zum Arzt. Ihr könnt was erleben. Ohren auf, Augen auf, immer. Ich saß bei meinem Arzt im Badezimmer. Nee, wenn sie sagt, nee, gegenüberliegende Dame, oh, sagst, ich glaube, mein Fuß ist eingeschlafen. Ich sag, nee, die Gefahr, dem Geruch nach zu urteilen, müsste der schon tot sein. Mein Arzt ist eine Kanone, kann ich euch sagen. Er hat jetzt kürzlich einen 3 Wochen auf Gelbsucht untersucht, bis er plötzlich feststellt, dass es ein Chinese ist. Irrer Typ. Kommt eine Frau zum Psychiater. Der Psychiater nimmt sie an die Brust, reißt sie die Kleider runter, zwingt sie auf die Couch und diese Couchkiste geht mit in den sexuellen Clinch. Die beiden ziehen sich wieder an, sagt der Psychiater, so gnädige Frau, das war mein Problem. Welches ist es? Jemand eine Frage dazu? Kommt einer zum Arzt, sagt der Doktor, können Sie mich mal untersuchen? Ich habe das Gefühl, alle Leute ignorieren mich. Sagt der Doktor, der Nächste bitte. Sagt der Doktor, na mein Herr, wie geht's Ihnen? Ach, sagt er, uns geht's gut. Ja, wieso uns? Ja, sagt er, mein Gonokokken und mir. Wo haben Sie die Dinger denn her? Herr Doktor, ob Sie es glauben oder nicht, von einer Nonne. So, was haben Sie dagegen unternommen? Sagt er, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ihr müsst tatsächlich unter Leute gehen. Ich sage euch das immer wieder. Zauberhafte Sachen kann man erleben. Ich war kürzlich eingeladen auf einer Party. Das ist ja modern heute, man geht ja auf Partys. Es war eine stinkfeine Party bei Milliardären. Ich meine, ich habe nichts gegen Milliardäre, die sind ja auch mal ganz klein angefangen als Millionär. Und das war in der holsteinischen Schweiz und ich bin also dorthin gefahren. Ich habe so ein ganz kleines Auto, so links und rechts meine Genitalien in Gold drauf. Ein irres Auto, also wenn man links den Scheibenwischer rausmacht, kommt aus dem Reserverad das Wort zum Sonntag. Also ein unwahrscheinliches Auto. Ich bin also dann hochgefahren, diese Terpentinen, zu dieser Villa. Zu beiden Seiten standen die großen Kadaver. Ne? Die gnädige Frau kam mir entgegen im bordellroten Kleid. Ja, das war eine stinkfeine Person, die hatte einen Ring auf. So in der Mitte so einen großen Rabbiner drumherum, viele kleine Antisemiten. Ja, das waren feine Leute, die konnten jeden Abend in der Prostitutionsloge sitzen. Ja, bitte, die haben so ein kleines, aber gut gehendes Herreninfektionsgeschäft. Und so im Laufe dieser Party kam ich dann auch mit der gnädigen Frau ins Gespräch und fragte sie, gnädige Frau, waren Sie dieses Jahr denn schon im Urlaub? Ach, sie, an sich hatte mein Mann mir ja eine Weltreise geschenkt, aber ich wollte dann doch woanders. Ich sag, wo waren Sie denn? Wir waren in Italien. Haben Sie sicherlich den Brenner überfahren? Ja, sagt sie, wir haben mal halt überfahren, aber ob der Brenner hieß, also... Ich sag, gnädige Frau, wenn Sie schon in Italien waren, dann sind Sie doch in Rom gewesen. Ach, sagt sie, Rom, ist das eine zauberhafte Stadt? Ich sag, waren Sie auch im Kapitol? Nein, im Kino waren wir nicht, das war uns zu heiß. Gnädige Frau, waren Sie denn auch im Vatikan? Im Vatikan waren wir auch. Na, wie hat Ihnen denn der Papst gefallen? Aber wissen Sie, er ist ja ein furchtbar netter Kerl, nicht? Aber Sie, du... Gnädige Frau, wenn Sie schon in Rom gewesen sind, ist noch ein Katzensprung rüber nach Venedig. Ach, sagt sie, Venedig. Oh, so die Säuferbrücke. Aber immer schlechtes Wetter. Die Straßen standen ewig unter Wasser. Und in einer Ecke, das war also schon früh morgens, da standen 3 Playboys. Das war international da. Das waren Ami, Schotte und Franzose. Die standen in der Ecke und fachsten. Und einer gab mehr an als der andere. Ne? Sagt der Ami, wenn wir haben bei uns in Amerika Clubabend, wir reiten in die Prairie auf unserer Farm, wir legen Revolver an Garderobe ab, wir speisen wie die Nieren, wir legen anschließend Revolver neben Teller, wir halten Revolver an Schläfe, Risiko, ein Revolver ist geladen. Und der Schotter, wenn wir haben bei uns in Schottland Clubabend, wir fahren mit eigenen Wagen in die Schotterberge, Serpentinen hoch, oben Bungalow, wir speisen wie die Nieren, wir fahren anschließend runter mit eigenen Wagen, Risiko,
Aus einem Wagen sind Bremsen ausgebaut. Sagt der Franzose. Und wir haben bei uns in Frankreich gewartet. Wir machen ein wenig Suppe. Plötzlich kommen Negerinnen, so viele Negerinnen wie Clubmitglieder. Sie machen Striptease. Und wenn sie sind plötzlich nackelig, sie schlüpfen bei uns unter Tisch und machen ein wenig, wie sagt man, L'amour français? Sagt der Schotter, und Warren ist Risiko. Sagt der eine ist Kannibale. Jäger geht in den Wald, trifft da drei Zwerge. Sagt er, was macht ihr denn hier? Sagt er, wir arbeiten hier. So. Wer seid ihr denn? Sagt er, wir sind die sieben Zwerge. Ja, hör mal zu, ihr seid doch nur zu dritt. Ja, sagt der eine, keine Leute, keine Leute. Ja, ich möchte mich also damit... Na und bitte, bitte, wir kommen ins Unendliche. Danke, danke. Ich würde sagen, Freunde, bis zum nächsten Mal verbleibe ich hier mit Asmusen. Fans, seid fröhlich, lacht mal wieder. Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht. Man soll die Feste feiern, wie die Mädchen fallen. Aber nicht übermütig werden, nicht? Das Loch, auf dem ihr heute noch sich pfeift, kann morgen schon euer letztes sein. Es ist nicht einfach in unserer heutigen Zeit, das weiß ich. Wir leben ja mit den drei großen F: Fernsehen, Filz, Pantoffel, Flasche Bier. Nicht? Und wenn wir ehrlich sind, im Fernsehen gibt es doch Sendungen, bei denen man seine eingeschlafenen Füße beneidet. Ist es nicht so? Also ich habe bei den Fernsehleuten immer so den Eindruck, als wären die noch nicht mal aufgeklärt. Also täglich zeigen sie uns, wie man Menschen umbringt, wie man welche macht. Das haben die uns noch nie gezeigt. Ist es nicht so? Nein, nein, nein. Sehen Sie, ich habe einen kinderreichen Bekannten, der hat so 12 bis 15 Kinder, hatte etwa. Bei dem habe ich immer Angst zu fragen, was gibt's Neues? Ich weiß nicht. Nee? Ich traf kürzlich einen guten Freund und er erzählte mir mit strahlendem Gesicht, meine Frau erwartet ein Kind. Ich sag so, hast du schon jemanden in Verdacht? Nicht? Kürzlich traf ich ihn wieder und er sagte, seit meine Frau mich verlassen hat, kann ich nicht mehr schlafen. Ich sag so, sehr hast du sie geliebt? Nee, sie hat mein Bett mitgenommen. Ich glaube, wir merken es schon so ein bisschen. Das sind alles Themen aus dem Leben gegriffen und das soll der rote Faden sein. Dinge aus dem Leben gegriffen. Nicht, wie sich die beiden jungvermählten Frauen nach der Hochzeitsnacht treffen, sagt die eine, ich wusste gar nicht, dass man sich so amüsieren kann, ohne zu lachen. Nicht? Oder wie sich zwei andere Frauen treffen, sagt die eine, hör mal zu, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich habe so das Empfinden, du bist ein bisschen voller geworden. Sagt sie, was heißt hier voller? Ich bin im vierten Monat. Sagt sie, und wer ist der Vater? Ach, die kennst du alle nicht. Nicht? Ja, Freunde, ich möchte mich aber trotzdem noch vorstellen. Heute ich wurde in meiner Kindheit getauft auf den Namen Fips Asmussen. Geboren wurde ich zu Hause. Ja, meine Frau Mama kam erst ins Krankenhaus, als sie mich sah. Ich bin ja halb Barmbeker, halb Pöseldorfer. Barmbeker durch meine Mutter und Pöseldorfer durch einen guten Freund meines Vaters.
Schon unsere Hebamme Mechtel Zangerle sagte damals, ich war vom ersten Augenblick an beliebt bei allen wie ein Kaktus am Nacktbadestrand. Ja, ich habe in meiner Kindheit so viel Grünzeug essen müssen, ich habe mich mit den Kaninchen geduzt, du, das ist... Ja, bei mir geht ja alles übers Rücken, marktbedingte Reflexe, Leitmilieu geschädigt. Ich habe auch jetzt einen 2-Jahres-Vertrag abgeschlossen beim Fernsehen, 24 Monatsraten in Farbe. Bekannt geworden bin ich durch meine Epoche machenden Schüttelreime. Zum Beispiel, ein Laubsägenbastler aus Zwolle, der baut seiner Frau eine Jolle. Sie segelt aufs Meer, die Brandung war schwer, bei Borkum versank dann die Olle. Ne? Das sind eben Themen echt aus dem Leben gegriffen. Oder sehen Sie, ein Bekannter von mir, der ist so in dem Alter, von dem muss ich Ihnen erzählen, der ist so in dem Alter, wo einem das Gras schon aus der Hose wächst. Also der sieht so aus, als wäre ihm der Sargdecker schon so ein paar Mal ins Gesicht gefallen. Ich kenne das. Ganz moderner Typ, der trägt eine Frisur, die würden andere sich nur in den Achselhöhlen leisten. Also ein ganz toller Typ. Und ja, er lebt so nach dem Motto, lieber ein Zepter in der Hose als eine Krone im Mund. Also, und zerstreut ist der Bruder. Manchmal kommt er nach Hause, kneift seiner Frau in die Wange und sagt, na Kleiner, haben wir uns nicht schon irgendwo mal gesehen? Morgens nach dem Aufstehen, der ist so zerstreut, morgens nach dem Aufstehen küsst er immer die Wärmflasche und versucht anschließend den Dackel im Waschbecken zu entleeren. Also, ja, nee, der ist zerstreut. Und faul ist der Bursche. Der in seiner Hochzeitsnacht hat der auf ein Erdbeben gewartet. Also, okay. Und er hat eine ganz tolle Wohnung, das muss ich Ihnen erzählen, eine ganz tolle Wohnung, toll eingerichtet im Vampirstil, mit Gelsenkirchen, der Barock, wunderschön. Und ja, überall liegen echte Perverse. Auf den Tischen so achtarmige Kadaver. Die Wände, Makaroni getäfelt, wunderschön. Und gleich links, wenn man reinkommt, steht das Handtuch, nicht? Und ja, die Wohnung ist so klein, wenn die Sonne reinscheint, muss man rausgehen. Das ist also unwahrscheinlich. Und die haben auch fließend warm und kalt Wasser von den Wänden. Und ja, die Wohnung ist so feucht, die fangen mit der Mausefalle Forellen dann. Also ganz toll. Und ich traf ihn kürzlich bei einem gemütlichen Beisammensein der katholischen Briefträger anlässlich des diesjährigen Muttertages. Und er sagte zu mir, sag mal, wusstest du, dass Küssen blind macht? Sagt er, wieso denn das? Ja, ich habe gestern eine 18-Jährige geküsst, ich kann heute meine Frau nicht mehr sehen. Ich sag, hör mal zu, du warst früher so ein ausgehwilliger Fan und das war also doll und Kegel, aber du kommst überhaupt nicht mehr. Was ist los? Warum nicht? Ach, sag doch, weißt du, du kennst doch meine Frau. Jedes Mal, wenn ich losgehe, macht sie Trappel, macht sie Ärger. Weißt du, ich hab die Nase voll. Ich geh erst nach Hause von der Schicht, weißt du, Beine hoch, ne? Flasche Bier, Fernsehen, hab ich meinen häuslichen Frieden. Ich sag, du bist doch kein Kerl. Du musst mal zu Hause mit der Faust auf den Tisch hauen, beiß deiner Frau mal eine Beule im Bad, mach mal was. Zeig ihr mal, wer der Herr im Hause ist hier, das muss doch mal... 14 Tage später, wer kommt zum Kegelamt? Er stolz wie ein Spanier, geschwellte Brust. Ich sag, na, hat es funktioniert? Hast du mal richtig ausgedacht? Das ist überhaupt kein Ausdruck, muss ich dir erzählen. Das liegt einem Weltuntergang. Ich komme nach Hause. Tür, die knallte. Weißt du, ich Geschirr rausgerissen, mit der Faust auf den Tisch, du die Gardinen runtergerissen. Da war was. Ich sag, ja, prächtig. Und deine Frau, was hat sie gesagt? Sagt, da weiß ich nicht, die kommt morgen aus dem Urlaub. Und das ist auch sehr schön, er ist in so einer Holzgroßhandlung angestellt, das muss ich Ihnen unbedingt erzählen, und hatte dort also 25-jähriges Dienstjubiläum. Der Chef überreichte ein Präsent und sagte, herzlichen Glückwunsch, wir sind sehr stolz auf Sie. Sagt der Chef, einen Moment, darf ich Sie mal unter vier Augen sprechen? Ja, natürlich, was gibt's denn? Chef, ich muss Ihnen etwas gestehen, ich habe in den 25 Jahren jeden Tag solche Aktentasche voll Holz mit nach Hause genommen. Sagt er, immer zu, so ein großes Unternehmen, das ist doch lächerlich, so eine Akten. Der überlegt kurz und sagt, jeden Tag eine Aktentasche voll. Sie haben hier ja Waggon Holz geklaut. Der geht am nächsten Tag zum Fahrer, sagt, ich möchte beichten. Ja, was gibt's denn, Bruder? Wissen Sie, ich bin in so einer Holzgroßhandlung. Ich bin noch 25 Jahre und ich habe da einen Waggon Holz geklaut. Sagt der Fahrer, Menschenskind, wie können Sie aus solchen Quatsch machen? Mensch, wenn Sie jeden Tag eine Aktentasche voll mitgenommen hätten, wäre das gar nicht aufgefallen.
Ja, mit dem Bruder kann man schon was erleben. Und kürzlich wachte er auf im Krankenhaus aus einer Narkose, musste sich dort aufhalten, wachte auf und fing fürchterlich an zu schreien. Schwester, kommen Sie mal her hier. Was haben Sie mit mir gemacht? Psst. Sie brauchen absolute Ruhe, Sie sind schwer krank. Wir haben Ihnen einen Schlauch eingeführt, wir ernähren Sie rektal. Sagt der Schwester, haben Sie nicht noch einen Schlauch? Ja, wozu denn? Ich möchte Sie zum Essen einladen. Ja, und kürzlich kam sie nach Hause mit dem Kochlöffel. Sagt er, du bist gut, kein Tropfen Alkohol im Haus und du kaufst Möbel. Nicht? Das sind so, ja. Nein, sie führen also tatsächlich eine sehr glückliche Ehe. Also, wie soll ich sagen, glückliche Ehe? Also, sie wirft ihm das Trinken vor, er das Essen nach, nicht? Nein, ja, er sagt immer so schön, was Krupp in Essen bin ich im Trinken. Sagt er immer so schön, nicht? Das ist aber schlimm, ne? Ich weiß. Nein, wirklich eine moderne Ehe. Nicht, also sie ist glücklich, er ist verheiratet. Nicht? Und ja, sie ist eine Seele von Kamel, so ein richtiger Panzerkreuzer mit Plüschaugen. Nicht? Ja, die hat Augen wie Männerfüße, groß, schwarz und feucht. Nicht? Ja, die ist so naiv, die hat 7 Jahre im Eros-Center gearbeitet, bis sie eines Tages merkte, dass sie anderen dafür Geld nehmen. Ja. Nein, aber wir sehen daran, Frauen sind verschieden, meine lebt allerdings noch. Trotzdem wollen wir frohen Mutes in die Zukunft sehen. Ja, da hat einer jahrelang die Rechte studiert und dann doch die Falsche geheiratet. Er war Chemiker und sie suchte auch immer neue Verbindungen. Er war Jurist und sie konnte auch keinen hängen sehen. Ja. Nein, Frauen sind etwas Herrliches, obwohl andere wieder sagen, Hauptsache ich schlieg ein warmes Herz in der Hose. Nicht? Ist nicht so? Nee? Ja, da haben wir ein Thema wieder aufgegriffen. Heißes Eisen, ich weiß es. Kennt ihr die Übersetzung von Homosexualis? Rundstück warm. Nee? Muss ich euch erzählen, da stehen zwei Süße stehen vor einem Juweliergeschäft. Also die Süßen, die mit anderen Feldposten nochmal. Ihr kennt die Jungs, die von beiden Seiten befahrbar sind. Die, nee? Nee. Sagt der eine, siehst du dort die Kette? Ich finde sie tot, schenkst du mir die Kette? Sagt er, nein, du bekommst die Kette. Sagt er, bitte, schenk mir die Kette. Nein, du bekommst die Kette nicht. Sagt er, bitte, ich finde sie so schick. Naja, meinetwegen, aber dann bekommst du nicht zum Muttertag. Ja, oder Sie müssen sich vorstellen, ein schwuler Schäfer aus Schottland kommt morgens aus seinem Kästchen und fängt an, seine Schafe zu zählen und sagt, hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, good morning, darling, 9, 10, 11. Na? Kinder, pass mal auf, oder Sie müssen sich vorstellen, auf einer Kreuzung war die Ampel ausgefallen, ein Wachmeister stand oben auf seinem Podest in strammer Haltung und regelte den Verkehr. Die kennen das so, nicht? Und ganz toll, unwahrscheinlich. Und da kam einer angeradelt auf seinem Fahrrad, so blödes Hemd, beige Hose. Rote Socken, grüne Schuhe, gelber Schal, besonders weicher Tritt. Und er kam so angeradelt und da oben, der regelte den Verkehr und da kommt er schon wieder angeradelt und der Regel, da kommt er schon wieder an, sagt der Wachmeister plötzlich, hey Sie mit dem Fahrrad, kommen Sie mal her hier. Ach, sagt er, hast du mich schon bemerkt, du Schmucker Schupo? Ja, oder Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen sich vorstellen, in einem vornehmen, also eine Lache da hinten, kann man nur mit Gummistiefeln durch, oder? Nein, Sie müssen sich vorstellen, in einem vornehmen Club in London sitzt ein vornehmer Herr und liest die Zeitung. Der Ober kommt, eine Majestät von Oberrot, befrackt, weißes Haar, und er lässt unauffällig im Vorbeigehen ein gehämmertes Stück Papier mit dem Wappen des Hauses auf den Tisch dieses Herrn gleiten. Der Herr nimmt dieses Stück Papier und liest Folgendes. Dear Sir, werter Gast, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihre Hose nicht ganz korrekt geschlossen ist?
Ich werde mich jetzt in die äußerste Ecke unseres Etablissements begeben und werde dort ein Tablett mit erlesenen Getränken ungern fallen lassen. Logischerweise wird sich dann die Aufmerksamkeit der Gäste auf mich richten. Sie haben dann die Chance, alles zu korrigieren. P.S. I love you. Oder bei der Bundeswehr, hm? Der Oberst schaltet die Kompanie ab und sagt plötzlich, hey, Sie, sind Sie eigentlich Männchen oder Weibchen? Ach, sagt er an sich Männchen, aber nicht fanatisch. Nicht? Nein, apropos Bundeswehr, da gibt es ja herrliche Themen. Der Oberst geht über Kasernenhof und sagt plötzlich, hey, Sie, hier Freiherr Müller, warum grüßen Sie nicht? Sagt er, entschuldigen Sie, Herr Oberst, von wem? Sagt er, wissen Sie nicht, wer ich bin? Sehen Sie nicht meine drei Sterne? Ach, guten Tag, Herr Hennessy. Nicht? Nächsten Tag treffen sich die beiden wieder. Sagt der Gefreiter Herr Müller, warum grüßen Sie heute nicht? Ach, Herr Oberst, ich hab gedacht, Sie wären mir noch böse wegen gestern. Nee? Zum anderen sagt er beim Abschneiden der Kompanie, hey Sie, Sie sehen ja aus wie der schiefe Turm von Pisa. Woher sind Sie denn? Aus Baden-Baden, Herr Oberst. Um Gottes Willen, stottern tut er auch noch. Nee, zum anderen sagt der Gefreiter Müller, Frage an Sie, wozu ist die Bundeswehr da? Sagt der Oberst, die Bundeswehr ist dazu da, den Feind an der Grenze so lange aufzuhalten, bis richtiges Militär kommt. Wir merken es immer wieder, es sind tatsächlich Geschichten aus dem Leben gegriffen. Und man kann solche Sachen erleben, ich betone es immer wieder, ich sage es immer wieder, man muss die Ohren aufmachen, die Augen aufmachen. Machen Sie die Augen auf? Nur Leichenbeschauer dürfen mal beide Augen zudrücken. Ja, schwarzer Humor, ich weiß es. Ich liebe schwarzen Humor, mein Großvater war Schornsteinfeger. Ich liebe schwarzen Humor. Und ja, das ist wirklich wahr. Das war schlimm, ich weiß es. Aber schwarzer Humor, zum Beispiel auf dem Friedhof. Der Friedhofsgärtner trifft einen alten Mann auf dem Friedhof. Sagt er, wie alt sind Sie denn? Ich bin 104 Jahre alt. Um Gottes Willen, das lohnt ja gar nicht nach Hause zu gehen. Mit mir. So, da kommt eine Frau in ein Beerdigungsinstitut. Da kommt eine Frau in ein Beerdigungsinstitut und sagt, ich hätte gern für die Asche meines verstorbenen Gatten eine Urne, aber möglichst aus Glas. Wissen Sie, er guckte damals schon so gern aus dem Fenster. Nicht? Nee? Eine andere kam rein und sagt, ich hätte gern für meinen verstorbenen Gatten ein Totenhemd. Was können Sie mir da bieten? Ja, sagte, haben wir zwei Preislagen, eins für 8 Mark, eins für 10. Sagte, was ist der Unterschied? Ja, das für 10 Mark ist bügelfrei. Oder denken Sie an die herrliche Geschichte, wie zwei Delinquenten in der Zelle sitzen, kurz vor der Hinrichtung. Sagt der eine zum anderen, was haben wir heute für einen Tag? Montag. Oh, sagte, die Woche fängt ja doll. Der Pfarrer kommt und sagt, Bruder, links, gleich bist du dran, mach dich langsam fertig. Aber es ist hier bei uns so üblich, ich möchte mit dir ein Wort wechseln. So von Mensch zu Mensch. Da sagt der Delinquent, Herr Pfarrer, das können Sie sparen, ich bringe mit Ihrem Chef persönlich hoch. Sagt der Pfarrer, sagt der Pfarrer, wie ist es denn mit einer Tasse Kaffee vorher? Ja, sagt er, gern, aber ohne Zucker. Ich bin Diabetiker. Nee? Die machen sich auf den Weg zum Schafott, es gießt in Strömen. Der Pfarrer hält den Schirm, sagt der Delinquent, ein Sauwetter, Herr Pfarrer, was? Ja, sagt er, Sie haben das gut, Sie müssen nur hin, ich muss noch zurück. Nee? Die gehen diese Holztreppe zum Schafott rauf, es regnet glitschig, sagt der Delinquent, gefährlich, nicht? Hier kann man sich ja das Genick brechen, nicht? Oben wartet schon der Henker mit zitternden Händen, sagt der Delinquent, was ist denn mit Ihnen los? Ja, sagt er, das ist meine erste Hinrichtung. Ja, dachten Sie meine nicht? Nicht? Der legt seinen Kopf in diese Mulde, Sie kennen ja sicherlich noch diese alten Apparate von früher, nicht? Nicht? Die Menge hat sich versammelt, er entdeckt unten seine Frau und sagt, du bist auch immer dabei, wenn es was umsonst gibt, was? Nicht, das Fallbeil kommt von oben runter gerauscht. Sagt der Delinquent zum Henker, bin ich jetzt tot? Ja, sagt er, nicken Sie mal. Das ist schwarzer Humor. Oder müssen Sie sich vorstellen, zwei Jäger
gehen auf die Yacht. Im Getümmel schießt der eine Jäger dem anderen ein Auge aus. Sagt er, du, mach das gar nicht nochmal, dann gucke ich ihn nicht mehr an, du. Nee? Oder, pass auf, wir wollen ein bisschen beim Thema bleiben. Da sagt der eine zum anderen, pass auf, ich habe einen neuen Job in Afrika. Sagt er, was bist du? Affenkastrierer. Sagt er, was denn das? Sagt er, kannst mitkommen, ich brauche noch einen Assistent. Sagt er, ich komme mit, was muss ich machen? Sagt er, ganz einfach. Kriegst in die eine Hand ein Gewehr, andere Hand einen scharfen Wolf und an die Leine, stellst dich unter so einen Affenbrotbaum, wie die Dinge heißen. Ich krabbel rauf, schüttel die Affenballen runter, du lässt den Hund los, da beißt den Affen unten alles weg. Sagt der Mensch, das ist ja ganz einfach, aber eine andere Frage, wozu brauche ich das Gewehr? Ja, sagt er, wenn ich runterfall, dann muss ich den Hund erschießen. Hey, oder da geht die Mutti mit dem Kleinsten im Hauptbahnhof spazieren, geht plötzlich an so einen Fahrkartenschalter und sagt zu dem Beamten, der dort hinter sitzt, entschuldigen Sie, mein Herr, wann geht wohl der nächste Zug nach Telse? Da setzt er seine Nickelbrille aus, holt sein dickes Buch und sagt, Telse? Telse, Telse! Telse, 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 8:21 Uhr. Sagt sie, Dankeschön. Es vergehen ein paar Minuten, kommt sie wieder mit dem Kleinen. Entschuldigen Sie, wann geht wohl der nächste Zug nach Telse? Da setzt er wieder seine Nickelbrille auf, holt sein schlaues Buch und sagt, Telse. Telse, 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 8:21 Uhr. Sagt sie, Dankeschön, verschwindet wieder, kommt nach ein paar Minuten, sagt wieder, entschuldigen Sie, der nächste Zug nach Telse, wann geht der wohl? Das ist Telse. Telse, Telse, Sie waren doch schon zweimal hier. Ja, sagt sie, mein Kleiner hört Sie so gern reden. Ja, Freunde, unter die schöne Geschichte sagt der eine zum anderen, hör mal zu, ich hab dich doch auf so eine Anti-Stotter-Schule geschickt. Hat das was genützt? Hast du was gelernt? Hat das was eingebracht? Wie sprichst du jetzt? Hat es was genützt? Sagt er, ja. Erzähl, was hast du gelernt? Die Glocke. Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, Frischgesellen seid zur Hand. Sagt er, Mensch, Kind, du sprichst ja ganz fließend, ohne anzustoßen, das ist ja ganz toll. Ja, ne, prima, ne, aber wann... Wann braucht man das schon? Kinder, seid fröhlich. Ich muss es immer wieder sagen, bewegt euch, geht mal wieder aus. Auch wenn man die Hände in den Schoß legt, braucht man nicht untätig zu sein. Deshalb sage ich, trimm dich fit. Nicht? Lauf mal wieder Amok. Trampel mal wieder auf die Nerven anderer herum, so nach dem Motto, aus deutschen Landen frisch auf den Wecker fallen. Mach doch mal, ja. Oder machen Sie mal Ferien. Lassen Sie sich mal von den Reisebüros verhummeln. Ja. Verleben Sie mal Ihren Urlaub mal in vollen Zügen. Fahren Sie mal mit der Bahn. Es gibt heute schon Pärchen, die verleben ihre Hochzeitsnacht im Liegewagen. Die Bundesbahn spricht dann von einer echten Zuchtnummer. Sehen Sie, ich hab mal einen Urlaub in der karibischen See verbracht, auf einer kleinen Insel, und kam mit einem Einheimischen so ein bisschen ins Gespräch und fragte ihn, sagen Sie mal, mir fällt auf, Sie haben gar keine Uhren auf dieser Insel. Sagte, Uhren brauchen wir nicht. Ich sag, wieso denn das nicht? Dafür haben wir unsere Wasserklosetts. Wissen Sie, auf dem Markt steht eine Tonne, da werden jeden Vormittag die Eimer geleert, nicht? Und wenn die Tonne voll ist, ist es 12 Uhr mittags. Ich sag, hören Sie mal zu, und die Zeit stimmt immer, immer nur einmal im Jahr, wenn die Pfirsichernte ist, dann gehen Sie 2 Stunden vor, du. Nicht? Und
Dann habe ich mal einen Urlaub verbracht auf Sylt, Westerland. Da stand einer an der Strandpromenade. Ich sage, was starren Sie denn so in die Brandung? Sagt er, ich warte auf die Pornowelle von Dänemark. Nicht? Und diesen Urlaub wollte ich dann aber doch mit meiner mir zugemuteten anderen Hälfte verbringen. Natürlich nicht in Paris. Also mit der eigenen Frau nach Paris fahren, das ist ja genauso, als wenn man in der Flasche Bier in die Kneipe geht. Was ist so? Ja, Paris ist ja die Stadt der Liebe. Bekannter sagte zu mir, ich fahre nächste Woche nach Paris. Ich sage, du nach Paris, du kannst auch kein Wort Französisch. Oh yes. Ich sage, oh yes, Mensch, das ist doch Englisch. Was, sagt er, Englisch kann ich auch? Hey? Aber Freunde, selbst wenn man kein Französisch kann, braucht man nicht gleich die Harpune ins Seegras zu schmeißen. Sehen Sie, wie sagte schon Kokain, der Bruder von Abel? Das Ei des Kolumbus ist auch nicht an einem Tag vom Himmel gefallen. Sehen Sie, ich war kürzlich in Paris mit meinem Club. Ich bin in so einem Club, der heißt die Wandervögel. Da gibt es zwei Gruppen, die einen wandern. Ich bin bei der anderen Gruppe. Und wir waren also nach Paris. Es waren herrliche Tage in Paris. Also gleich als wir ankamen, haben wir einen Schoppen Kakao im Louvre getrunken. Ja, die Kneipen muss man da unten kennen. Man muss ja auf dem Laufenden sein. Und dann saßen wir so in den Nachmittagsstunden so am Champs Négligé. Sie kennen diese Ecke. Am Place de la Confuse. Wunderschön. So von fern klang das Glockenspiel des Eiffelturms herüber. Es war also wunderschön. Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, ich denke, da beißt dich doch der Zeisig, rollt so eine gut gebaute Gelegenheit auf mich zu, mit onduliertem Gang, kniefrei bis zum Ohrring, die prallen Reklamehügel auf Angriff getrimmt, so nach dem Motto, mach Gevatter, wir essen zeitig, die Nacht ist die Mutter der Sünde. Das war keine Protestantin, das war eine Prostituierte. So eine ausgewachsene Asphaltdrossel. Sie wissen, was eine Asphaltdrossel ist? Das ist eine Asphaltdrossel ist ein Mädchen, das genauso viele unsichtbare Fingerabdrücke hat wie ein 10-Mark-Schein. Nee? Und ja, und unter ihren Wimpern heraus traf mich eine stahlharte Optik. Also das war ein Blick, wie soll ich sagen, das war ein Blick wie in anderer Leute Hose. Also ganz, ganz schlimm. Und ich hoch, wie von der Tante Ella gestochen. Und sagte mit einem frivolen Stich ins Pikante, ah, oh, Mademoiselle, si vous pleite. Oh, sagt sie, Allemang. Ich sage, nicht allein, die anderen warten so lange. Dann sagte sie, Chérie, wir machen l'amour, wir machen Liebesspiele. Ich sage, ich verbinde mir diese Extremitäten. Chérie, wir machen Kuckuckspiel. Ich sage, was für ein Spiel? Kuckuckspiel. Ich sage, das kenne ich nicht, das spielen wir. Chérie, du müssen wissen, wenn ich rufe einen Kuckuck, du werf ein Kleidungsstück zu mir herüber. Wenn du rufe einen Kuckuck, ich werf ein Kleidungsstück zu dir herüber. Ich bin da ein kleiner Glücksbad und das hatte ich sofort begriffen. Und wir rauf in ihr Hotelzimmer, in ihre Keimzelle. Sie stellte so zwischen uns so eine spanische Wand, nicht? Und schon ging das los, nicht? Kuckuck hier, Kuckuck da, die Fetzen flogen, meine Schießer ihres Lockies, weißt du, das ging. Und plötzlich stand ich da, barfuß bis zum Hals, ich hatte nur so ein kleines bisschen Watte im Ohr, nicht? Und rief Kuckuck, nichts passierte, ich sag Kuckuck, nichts. Ich guck um die Wand rum, da war die Kleine verschwunden mitsamt meinen Klamotten. Ja, warte mal ruhig. Und ich im fremden Hotelzimmer. Nackt im fremden Hotelzimmer. Ich sah aus, als hätte mich eine alte Frau vom Nachttopf geschubst. Also, ja, unwahrscheinlich. Ich stand da und ich denke, oh, du dicke Tante, was nun machen? Nee, ich, Bruder von Methusalem, sagte ich zu mir, lass deine kleinen grauen Zellen mal arbeiten. Nee? Und ich gucke aus dem Fenster, gingen unten fünf Buddhisten vorbei, alle mit dem weißen Umhang im Gebet versunken. Ich denke, das ist eine Möglichkeit. Bettlaken um, runter am Portier vorbei, will mich gerade in die Kolonne einreihen, da dreht der Letzte sich um und sagt, na, auch Kuckuck gespielt. Ja, Freunde, Paris ist eine Reise wert, kann man da nur sagen. Ne? Aber wie gesagt, mit der eigenen Frau bin ich dann doch in den sonnigen Süden gefahren. In den sonnigen Süden nach Italien, in das Land der deutschen Frauen. Und ja, wir hatten ein sehr blumiges Angebot von Fleurop. Ja, wir reisen sehr gern mit Fleurop und Italien ist ja schön, die haben ein Klima da. Und fahren Sie mal nach Italien. Machen Sie mal eine schöne Wanderung, so mit der Pizza im Rucksack über die Parmesanfelder. Hm? Nehmen Sie vielleicht so ein
kleines Sonnenbad am Libido von Venedig, machen anschließend eine kleine Gondelfahrt durch die Latrinen. Ne? Ja, also wir waren nicht in Venedig, wir waren in Pomfritz oder in Influenza. Das liegt auch bei Cannes. Kann es warm sein, kann es kalt sein. Sie kennen diese Ecke? Sehr schön. Und wir kommen an die Rezeption in unserem Hotel. Ich sage, ich hätte gerne ein Doppelbett mit etwas Zimmer drumherum. Sagt er, mit Bad? Ich sage, wieso bin ich keine Forelle? Sagt er, sind Sie verheiratet? Ich sage, natürlich, alle beide. Ich sage, wie sind die Preise bei Ihnen? Sagt er, 5 Mark und 8 Mark. Ich sage, was ist da ein Unterschied? Ja, sagt er, im Zimmer für 8 Mark stehen Mausefallen. Aber ja, ein ganz vornehmer Laden. Wir ließen unsere Koffer nach oben bringen, hörten oben im Zimmer gleich ein kleines Geräusch. Ich sage, das sind bestimmt Ihre Mäuse. Nein, das ist Ihr Nachbar, der ist gerade Knäckebrot zum Frühstück. Nicht? Ja, vom Balkon hatten wir einen herrlichen Blick so über die Zuckerraffinerien und die Landebahn der Düsenklippers. War also wunderschön, genau wie es im Prospekt stand. Also sehr schön. Und im Schlafzimmer stand auch eine Blumenvase. Ich sage, was soll denn der Quatsch hier, Blumenvase im Schlafzimmer? Ja, sagt er, ich habe gedacht, damit wir etwas im Schlafzimmer steht. Und wir haben also dann aber sehr schön, wir haben also sehr schön geschlafen. Es war eine ruhige Nacht und es war also wunderschön. Morgens wurden wir sehr zart geweckt über Lautsprecher von einer Damenstimme. Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, nun wieder auf Ihre eigenen Zimmer zu gehen? Nicht halbe Stunde später die gleiche Stimme. Meine Herrschaften, darf ich Sie bitten, die Laken rauszuhängen? Wir wollen die Kaffeetische decken. Nicht? Wir gingen raus. Nicht? Wir hatten am Abend unsere Schuhe so vor die Tür gestellt. Das macht man ja in vornehmen Häusern. Die standen genauso schmutzig da, wie wir sie hingestellt hatten. Ich sage zur Direktion, es war keine Art und Weise, die Schuhe stehen genauso da, wie sie hingestellt haben. Ja, bei uns ist noch nie was geklaut worden. Ich sage sonst aber wunderbarer Service bei Ihnen. Zum Beispiel die Waschlappen am Becken, eingesteckt G und A. Man weiß sofort, wofür sie zu verwenden sind. Sagt er, hoffentlich haben Sie es richtig gemacht. Ich sage, natürlich steht er drauf, G-Gesicht, A, alles klar. Nein, sagt er, umgekehrt, A, Antlitz und G-Gesäß. Ja, und dann gingen wir zum Frühstücken und schon unten gleich ein Schild, warme Speisen im ersten Stock. Ich sage, Herr Ober, wo speisen denn die Normalen hier bei Ihnen? Wir haben allerdings sehr schön gefrühstückt, Pommes de Bordel, kennen Sie diese Kartoffelpuffer? Oder Beef de Match, kennen Sie Frikadellen, nicht? Und kam auch ein kleiner Klacks Honig mit auf den Tisch. Ich sage, ach, eine Biene halten Sie auch. Und dann kam die Rechnung. Ich sage, ist da ein Grundstück mit drin oder was? Ne? Aber, Freunde, warum in die Ferne schweifen? Fegen Sie doch mal vor der eigenen Tür. Wenn wir ehrlich sind, wir erleben ja zurzeit eine Inflation der Gefühle unterhalb der Gürtellinie, wenn wir ehrlich sind. Ne? Und man muss nicht unbedingt dagegen sein. Ich sage immer, eine gesunde Verdorbenheit ist besser als eine verdorbene Gesundheit. Nicht? Nein, nein, pass auf. Es ist doch wahr. Sehen Sie, ich ging kürzlich in eine Buchhandlung, nicht? Und sagte zur Verkäuferin, ich hätte gerne ein Buch. So ohne Sex, wissen Sie, ohne Klamauk, ohne Perversion. Haben Sie da irgendetwas? Ja, den Fahrplan der Bundesbahn. Das ist ja. Ja, und da kam einer rein und sagt, Fräulein, ich hätte gern das Buch Die Unschuld. Haben Sie das noch? Das weiß ich nicht, das muss ich meinen Chef mal fragen, der ist gerade hinten. Chef, haben Sie hinten noch Die Unschuld? Ja, wenn Sie sie vorne nicht mehr haben, ich habe sie hinten schon lange nicht mehr. Ne? Ja, aber wir brauchen doch nur mal, das passt an unsere Zeit, wenn wir nur mal den Anzeigenteil unserer Tageszeitung aufschlagen. Nicht ab. Bieten doch Masseusen, Fotomodelle, ne? Bieten doch spaltenbreit ihre Dienste an. Ist es nicht so? Ja. Haben Sie die Anzeige gelesen? Dame mit großem Balkon sucht Herren mit Gartenkenntnissen und Gießkanne. Oder die andere Anzeige war auch sehr schön. Ich weiß nicht, ob Sie die gelesen haben. Ihr tausche harten Stuhl gegen weichen Sessel. Nicht? Oder wie gesagt, ich mache es sehr gern, man muss ja überall dabei sein. Ich gehe sehr gern ins Kino. Ich war jetzt in meinem Kuschenkino. Da gab es einen Film der United Dilettantes Corporations, war also sehr schön. Stand groß dran draußen, das Hemd der Jungfrau wegen des großen Erfolges verlängert. Und
Nick, und vor dem Kino, da standen so zwei Teenager, sagt sie ein, ich kann leider nicht mit rein, der Film ist erst ab 18 zugelassen und außerdem habe ich niemanden, der auf mein Baby aufpasst. Leute, mit Pille wäre das nicht passiert, oder? Ich bin ja also für die Pille. Sie ist das einzige Mittel, die Jugendkriminalität schon im Keim zu ersticken. Nicht? Ist ja? Okay. Kennt ihr das Gegenteil der Antibabypille? Fruchtdrops. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt vor kurzem gelesen habt, da haben die eine Apotheke ausgeraubt. Sämtliche Lagerbestände, bis auf die Haarshampoos und die Antibabypillen. Und die Polizei sucht jetzt nach einem glatzköpfigen Katholiken. Nee, und wir müssen mal ins Kino zurückgehen. Und vor dem Hauptfilm laufen ja dann, und das finde ich immer so interessant, diese Werbefilme so. Bauknecht, der Weißmacher für ganz nahe Momente, weiß, was grüne Witwen wünschen. Grüne Witwen halten sich länger grün, wenn sie zweimal täglich in Chlorophyll baden. Oh. Nee, oder Fußpilz, der Edelpilz für den verwöhnten Gaumen. Nicht? Oder diese Spirituosen, diese Whisky-Werbung, kennen Sie doch. Lieber blond und eng statt black and white. Nee? Oder was? Oder Sex allein, das neuartige Schönheitsbalsam, stärkt die Hängenden, hebt die Gefallenen und gibt dem Po eine gesunde Gesichtsfarbe. Nicht? Ich habe zum Beispiel jetzt an einem Schönheitssalon ein Schild gelesen. Ja, ich habe an einem Schönheitssalon ein Schild gelesen. Meine Herren, sprechen Sie keine Dame an, die dieses Haus verlässt. Es könnte Ihre Großmutter sein. Nicht? Ja, es ist also tatsächlich was dran. Wer denkt zum Beispiel heute noch an die Ehe außer den Priestern? Nee. Es gibt heute schon Pärchen, die heiraten nur, weil ihnen die Hochzeitsnacht so gut gefallen hat. Nee? Selbst ein Dreiecksverhältnis ist heute etwas ganz Normales. Wissen Sie, was ein Dreiecksverhältnis ist? Also, wie soll ich sagen, also wenn der Ehemann sich in den Jugendfreund seiner Frau verliebt. Sehen Sie, Bekannter sagte jetzt zu mir, meine Frau will sich scheiden lassen wegen seelischer Grausamkeit. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Jeden Morgen bringe ich ihr den Kaffee ans Bett, sie braucht ihn nur noch zu malen. Ne? Ja. Bitte, wie sagte schon Fellini, der Erfinder des Pelzmantels? Morgenstund ist aller Laster Anfang. Ist es nicht so? Sehen Sie, ich fange zum Beispiel morgens nie etwas mit meiner Frau an. Erstens ist das schädlich für die Stimme, zweitens ist sie gut für die Gesundheit und drittens weiß man nie, wen man nachmittags noch trifft. Nicht? Es gibt heute Hungerkünstler, die haben Mitesser. Nicht? Heute reden alle von Karies, nur die Mundfaulen nicht. Ich kenne zum Beispiel einen Koch, der lacht beim Zwiebelschneiden. Ich kenne eine kalte Mamsell, die trägt bei der Arbeit heiße Höschen, obwohl der Koch warm ist. Ist es nicht eine verrückte Zeit? Nee, da kommt zum Beispiel ein Feuerwehrmann auf seine Sparkasse und sagt, ich möchte gern mein Konto löschen. Es ist schlimm. Und alles wird teurer. Alles, sogar das Rasieren. Sagt mein Friseur, ist doch kein Wunder. Bei den ewig steigenden Preisen kriegen die Leute auch immer längere Gesichter. Nee? Ja, das Einzige, was nicht teurer geworden ist, das Freibier. Das wissen wir. Das Einzige. Nee, ich kenne zum Beispiel Bekannte, die sind so arm, bei denen kommen die Mäuse mit verheulten Augen aus dem Kühlschrank. Es gibt heute Ehefrauen, die vergiften ihre Männer nur, weil sie kein Geld für die Scheidung haben. Nee? Ein Bekannter von mir ist jetzt splitternackt zum Finanzamt gegangen. Hat gedacht, so können sie dir wenigstens nichts wegnehmen. Irrtum. Der kam wieder raus, vorne und hinten eine Siegelmarke stand drauf, Gas und Wasser abgestellt. Sehen Sie, so verrückt ist unsere Zeit. Oder denken Sie an die beiden Pfarrer in Castrop-Rauxel. Sie kennen Castrop-Rauxel, das ist also, soll ich Ihnen das sagen, also wenn man da niest, fallen einem jedes Mal zwei Briketts aus der Nase. Sie kennen das. Also zwei Pfarrer in Castrop-Rauxel läuten die Dunstglocke.
Plötzlich sagt der eine, nichts mehr los, keine Beerdigung, keine Hochzeit. Nee, sagt der andere, wenn ich nicht bis um das Volk gehen würde, hätten wir auch keine Tauben mehr. Nein, da kommt einer zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich kann kein Blut sehen. Ja, warum denn nicht? Ich bin blind. Kommt einer zum Arzt und sagt, Herr Doktor, sind Karpfen gesund? Ja, bei mir war noch keiner in Behandlung. Ist das nicht schlimm? Ja, ist ja was dran. Machen Sie mal einen schönen Nachmittag. Gehen Sie mal zum Arzt. Ich war bei meinem Hausarzt. Mein Hausarzt ist eine Kanone. Sagt er, was fehlt Ihnen denn? Ja, ich habe jeden Morgen um 6:30 Stuhlgang. Oh, so eine wunderbare Sache. Wer hat das denn noch? Ja, ich wach da erst um 8 auf. Sagt er, was fehlt Ihnen sonst? Ja, Herr Doktor, ich hab's so ein bisschen mit der Galle. Oh, sagt er, das ist bitter. Ja, sagt er, dann ziehen Sie sich mal langsam aus. Ich, Herr Doktor, Sie glauben mir wohl nicht, was? Habe ich mich also ganz langsam entblättert. Der Doktor rümpfte gleich die Nase. Sag, mein lieber Freund, Sie sollten mal ein Bad nehmen. Ich sage, Herr Doktor, ich bade täglich und sollen Sie mal das Wasser wechseln. Nicht? Also man muss mal zum Arzt gehen, um solche Sachen zu erleben. Oder das ist also schön. Nicht? Wenn man braucht hier gar nicht weit zu gehen. Man geht um die Ecke in seine Stammkneipe. Nicht? Man geht da rein. Ich bin meine Stammkneipe, ich komme rein. Da ruft der Wirt mir gleich eine Pips, sagt er, du hast noch 10 Bier stehen. Ich sage, kipp sie weg, die schmecken noch nicht mehr. Und da saß einer am Tresen, nicht? Der war voll, der war so richtig auf so eine Dornkartmine getreten, ihr kennt das. Er war voll, nicht? Und neben ihm stand so ein Jägersmann mit seinem Pinsel am Hut und seinem Adler über, nicht? Und sagte er so, ja, Jägersmann, was geschossen? Sagt er natürlich, ach da, mit Steuermann? Ein anderer kam stinkvoll rein. Herr Wilhelm, wir haben Bier. So, das, Sie kriegen nicht mehr zu saugen, Sie haben ja einen Hängen. Oder so, die harte Bedingung hier. Und das ist noch so eine Kneipe, das muss ich. Das ist noch so eine von diesen alten Kneipen, so mit der Drehtür. Ich weiß nicht, ob ihr die alten Dinger noch kennt. Ganz toll, und da kam so einer kurz vor Feierabend, kamen wir also rein. Moin, hey, wir haben Bier. So, der Wirt, Sie kriegen es mehr zu hin, wir sind voll wie eine Hacke. Außerdem haben wir Feierabend, also ganz schnell raus. Wie schön, kann für mein Geld auch woanders auf. Wiedersehen. Wieder rein, moin, hey, wir haben Bier. So, der Wirt, ich habe dir eben schon mal gesagt, voll wie eine Hacke. Außerdem haben wir Feierabend, also ganz schnell raus. Wie schön, kann für mein Geld auch woanders auf. Wiedersehen. Wieder rein, moin. Hier, wir haben Bier. So, da wird jetzt platzen mit leichter Kragen. Ich habe Ihnen schon 2-3 Mal gesagt, Sie sind voll wie eine Hacke und wir haben Feierabend, also raus. Da guckt er den Wirt von oben bis unten an und sagt, sagen Sie mal, gehören Ihnen hier alle Kneipen der Gegend? Nee, und einer war voll wie er war, setzte sich natürlich hinter den Feuilleton seines Wagens, ne? Und fuhr also los auf der nächsten Kreuzung, wird er angehalten, sagt der Wachmeister, Mensch, das Kind noch mal! Haben Sie die Pfeile nicht gesehen? Wieso, Herr Wachmeister? Sind Sie Indianer oder? Nicht? Ein anderer Unfall auf der Kreuzung. Aus einem Wagen stiegen 4 Herren aus. Alle stinkbesoffen. Sagt der Wachmeister, na, meine Herren. Ganz ehrlich, werden am Steuer gesessen. Sagt der eine, Herr Wachmeister, das ist das Komische. Die haben alle 4 hinten gesessen. Freunde, Sie werden jetzt sehr überrascht sein. Ich mache jetzt in Kölnisch Wasser. Ich verdufte. Ich verbleibe bis zum nächsten Mal als Ihr Quasselfilou von der Wasserkante Fips Asmussen. Tschüss.
Lange genügt, Jacke. Das ist aber ein stürmischer Empfang hier heute Abend. Meine Güte, ich habe schon gedacht, ich bin hier der Einzige, den ich kenne heute Abend. Zwei Jungfrauen sollen hier sein heute Abend, habe ich mir sagen lassen. Eine sucht die andere. Einige Herren sehe ich mit den eigenen Frauen. Einige haben das zweite Programm dabei. Das Bratkartoffelverhältnis. Das sind ja Sachen, Kinder, das merkt man doch schon beim Reinkommen, wenn die Leute reinkommen. Ne? Tür geht auf, wer kommt rein? Er. Ne? Tür knallt zu, gegen was? Das ist sie. Ne? Ne? Aha, der, ne? Aha, der Alte hat die eigene dabei. Ne? Das ist, ja. Kibbel, ich traf eben hier vor der Tür einen alten Schulfreund. Ich sag, na du, sagt er, wieso immer ich? Ich sag, du hast doch eine eingedrückte Nase, warst du mal Boxer? Sagt er, nee, Fensterputzer im Eros-Center. Da ist der eines Tages vom Gerüst gefallen, hat ein Kollege von oben gerufen, hast du was gebrochen? Sagt er, nee, nur ein bisschen Kartoffelsalat. Pass auf, das ist ein verrücktes Huhn, kann ich euch sagen. Der geht zu Hause immer rückwärts aufs Klo, also, ja, der kann mit seinen großen Füßen so schlecht wenden. Ich sag, du hast ja ein Loch in der Hose, sagt er, das macht nichts, mit Benzin geht das wieder raus. Der ist verrückt. Sagt er zu mir, warst du mal im Zweiten Weltkrieg? Ich sag, nee, ich sag, da musst du mal hingehen, da ist aber Stimmung. Kinder, der Typ, pass auf, wir sind ganz unter uns, das muss ich erzählen, der Typ hat in seinem Leben so viel hinter sich, der hat alle Berufe durch, der hat so viel geleistet, sogar den Offenbarungseid. Also der, ehrlich, da war mal, alle Berufe hat er durch, da war mal Vorarbeiter bei den Erwerbslosen eine Zeit lang. Dann war er angestellt in der Baumschule als Trauerweide, nicht? War eine Zeit lang Frikadellenknete an einem vegetarischen Restaurant. Alles gemacht, ehrlich. Hausbesorger in einem Mädchenpensionat ist er gewesen eine Zeit lang. Ja, hat früher immer so schön gesagt, wenn ich mal groß bin, möchte ich Lilliputaner werden. Was ist er geworden? Testfahrer bei Matchbox. Also, ich sag vorhin noch so schön zu ihm, ich sag, du siehst fürchterlich geschafft aus. Er sagt, ich hab mit meiner Frau heute Nachmittag Tischtennis gespielt, das war eine Raserei. Ich sag, hör mal zu, das war ein ganz ruhiges Spiel. Ja, wir hatten nur einen Schläger. Pass auf, da hat das bei denen zu Hause an der Tür geklingelt. Sie macht auf und sagt, was wollen Sie? Sagt er, ich soll Ihr Klavier abholen. Sagt sie, Sie haben doch nur einen Arm. Sagt er, wieso haben Sie zwei Klaviere? Da hat sie mal zu der Nachbarin gesagt, was ist ihr Mann denn von Beruf? Sagt sie, der ist Lotse. Lotse, was ist das denn? Ja, der bringt immer die Schiffe raus. Komisch, das macht bei uns immer das Dienstmädchen. Und seine Frau, das ist eine tolle Person, von der kann ich sprechen. Das ist interessant. Die sieht aus wie so ein ungepflegtes Krab. Also die kann reden. Die hat, also in den Bergen hat die sich erkältet. Die wollte beim Echo mal das letzte Wort haben. Ehrlich. Die hat im Sommerurlaub einen Sonnenbrand auf der Zunge gekriegt. Also die Frau, ehrlich. Früher hat er mir so schön gesagt, wenn ich mal heirate, also ich möchte eine Frau heiraten, die kochen kann wie meine Mutter. Was hat er gekriegt? Eine Mutter, die saufen kann wie sein Vater. Also ehrlich. Ja, das ist also ehrlich. Die Frau, das ist interessant, also die hat... Ehrlich, die hat so einen geballten Charme, diese Frau, die ist irrtümlich mal, also zu früh aus dem Schleudergang geraten. Also, ja, die hat so einen großen Kopf, also mit ihrem Hut kann sie 10 von Kartoffeln kaufen. Könnt ihr also, und ein Teng hat die, eine Haut wie so ein 18-jähriger Pfirsich, also wunderschön. Ehrlich, und ein Mund hat die, also ehrlich, ohne Ohren könnte die im Kreis lachen, also ehrlich. Die Frau hat den Hinterkopf vorn, also bei der ist vorn alles getürmt, lockig und hinten gestürzt, flockig. Könnt ihr euch vorstellen? Also, ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Also die ist so hässlich, wenn die zu Hause in den Spiegel guckt, denkt sie, sie hat Besuch. Also ehrlich, die haben sie im Sommer als Vogelscheuche im Garten aufgestellt, da haben die Vögel die Kirschen vom letzten Jahr wiedergebracht. Also ehrlich.
Wer sagt? Er sagt, meine Frau, also trotzdem bin ich irgendwie stolz auf sie, sagt er. Also, wenn man bedenkt, dass der menschliche Körper zu 92% aus Wasser besteht, dann ist das doch irgendwie toll, was sie aus den letzten 8% gemacht hat. Sagt er, die sieht aus mit ihrer Frisur wie eine alte Frau. Jetzt hat sich ein Stoppelschnitt schneiden lassen, jetzt sieht sie aus wie ein alter Mann. Also, die ist mal zum Chirurgen gegangen und gesagt, der Doktor, können Sie mich verschönern? Sagt er, tut mir leid, Enthauptung nehmen wir nicht vor. Die hat mal, sagt er neulich zu mir, meine Frau, jetzt hat sie eine Kur mit Schlammpackung gemacht. Ich sage, ist sie schöner geworden? Sagt er, anfangs war sie das, aber jetzt bröckelt das Zeug wieder ab. Pass auf, die führen ja nur deshalb so eine glückliche Ehe, also weil sie nicht miteinander verheiratet sind. Also er hat ja 14 Kinder, also der wird mal an Überzeugung sterben. Und die sind alle schön bunt, die haben ja mal die Pille mit Smarties verwechselt und der nimmt immer Topflappen mit ins Bett, sonst kann er seine heiße Frau gar nicht anfassen. Also ehrlich, das ist ehrlich. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Geschichte, hat er ganz früher mal gesagt. Ich sagte noch zu ihm, wie geht deine Ehe so? Sagt er, oh du, meine Frau ist hässlich. Sagt er, das ist schlecht, nicht? Sagt er, nee, ist gut fürs Geschäft. Und ich sag, hat sie 8 Kinder mit in die Ehe gebracht, alle hässlich. Ich sag, das ist aber schlecht. Nee, ich sag, das ist gut fürs Geschäft. Ich sag, was hast du für ein Geschäft? Sagt er, eine Geisterbahn. Pass auf, und der... Pass auf, und der Jüngste, der konnte nie sprechen. Da habe ich zu ihm gesagt, pass auf, da musst du mal nach Frankreich fahren, in dieses Wunderbad da, nach Lourdes. Da sind die dollsten Sachen passiert, da konnten Gelähmte, konnten wieder gehen, also, und Blinde konnten gucken, und da war, also, da musst du mal hinfahren, hältst du mal so einen Kopf so richtig ins Wasser rein, sollst mal sehen. Der fährt nach Lourdes, nimmt den Kopf von den Jungen, stippt ihn so dreimal ins Wasser, kommt da raus und sagt, du Blödmann, Mensch! Denkt der Mensch, der Junge kann ja sprechen. Dass der ruft überglücklich seine Frau und sagt, Liebling, stell dir vor, der Junge kann sprechen. Ich habe ihn so dreimal ins Wasser gestippt, da kam der raus und sagt, du Blödmann, Mensch. Sagt sie, du bist auch ein Blödmann, dass ich den Verkehrten mitgenommen bin. Die beiden führen eine Ehe, eine ganz glückliche. Sagt er neulich zu seiner Frau, du Alte, wo sind meine Golfsocken? Hat sie, wieso Golfsocken? Ja, die mit den 18 Löchern. Da blättert sie im Kochbuch. Was suchst du denn da? Ja, sagt sie, ich kann nicht finden, wie man Wäsche kocht. Die geht aber immer gut in Zeug, das Mädchen. Also ein Kostüm hat sie aus Ziegenleder. Da geht sie immer Ton in Ton. Also wunderschön. Ich hab neulich so schön auf sie ihr gesagt, auf einer Party. Ich sag, nee, die Frau, ihr Kleid gefällt mir von Jahr zu Jahr besser. Und daraufhin ist sie dann doch mal in ein Geschäft gegangen und... hat sie bei Käuferin gesagt, ich möchte gern das Kleid im Fenster anprobieren. Sagt sie, gern, aber wir haben sonst auch Kabinen. Pass auf, und dann... Komm mal ruhig. Und dann hat sie dieses Kleid, pass auf, dann hat sie dieses Kleid angezogen. Das war so ein Kleid nach dem Motto, so man trägt wie der Herz. Also ihr kennt das. Nee? Sagt sie zur Verkäuferin, meinen Sie nicht, dass der Ausschnitt ein bisschen zu tief ist? Und sie, haben Sie Haare auf der Brust? Nein, ja, sehen Sie, dann ist der Ausschnitt zu tief. Dann kam sie mit dem Kleid zu Hause an und sagt, Liebling, das Modell heißt Capri. Sagt er so, ich habe gedacht, Capri wäre eine Insel und kein Erdteil. Es ist schön. Sagt sie, Liebling, wir haben doch demnächst unseren Kostümball, als was soll ich da gehen? Sagt er, mit deinen Krampfadern am besten als Landkarte. Und die Ehe, Kinder, die Ehe fängt mal so glücklich an. Da, als Seemann kam er zurück von weiter Reise und sie stand schon an der Landungsbrücke, erwartete ihn und er rief ihr vom Schiff aus zu. EB, 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 ruft sie zurück. EE. Sagt der Kapitän, wie unterhalten Sie sich komisch mit Ihrer Frau? Was hat sie denn gesagt? Ach, immer dasselbe, sie will erst essen. Nein, ich habe schon gemerkt, dass ihr hören wollt, aber das ist... Nach der Hochzeit hat sie denn gesagt, Essen tust du auch wie ein Kaninchen. Pass auf, ich habe ihn ja... Ich habe...
Ich habe ihn ja neulich mit seinem Hund getroffen. Ich sag, wo willst du mit ihm hin? Sagt er, zum Uhrmacher. Ich sag, wieso zum Uhrmacher? Ja, da bleibt immer stehen. Ehrlich, ein Hund, der schläft nur, der ist nur müde. Er hat einen Posten bei der Polizei gekriegt, im Innendienst jetzt. Und da sind die mal mit dem Hund spazieren gegangen, eine ganz traurige Sache. Im Wald spazieren gegangen, kam ein Jäger, nahm wortlos sein Gewehr, knallte den Hund an. Sagt sie, eine Frechheit, eine Unverschämtheit, wie können Sie meinen Hund ohne Grund erschießen? Hören Sie mal zu, gnädige Frau, Ihr Hund hatte die Tollwut. Sagt sie, woher wissen Sie das? Dann gucken Sie doch mal genau hin, die kahlen Stellen am Kopf, die triefenden Augen, die hängende Rute. Sagt sie, hau bloß ab, sonst erschießt er dich auch noch mit. Ich wollte ihn kürzlich mal besuchen, kam an das Haus. Also der wohnt ja in einer Gegend, also wenn da mal einer pünktlich die Miete bezahlt, kommt gleich die Polizei und fragt, woher das Geld hat. Pass auf, seine Frau guckte aus dem Fenster. Ich sah, sein Mann zu Hause. Sagt sie, nee. Ich sag, dann kann ich ja wieder gehen. Sagt sie, nee, komm rauf, trink eine Tasse Kaffee. Ich sag, nee, hab ich schon. Sagt, dann komm doch so rauf. Nee, hab ich auch schon. Der badete mal sein Baby zu Hause und hat es so an beiden Ohren gepackt, nicht? Und zog es so durchs Wasser. Ich sag, Menschenskind, so macht man das doch nicht. Das ist doch ein zartes Geschöpf. Dann nimmt man die eine Hand unter den Po und die andere unter den Hinterkopf und dann schwenkt man es ganz vorsichtig durchs Wasser. Na, das weiß ich, aber denken Sie mir, wie die Finger verbrühen. Auweia. Nein, pass auf. Sagt er übrigens, mein Sohn wird Rosenmontag getauft. Ich sag, das ist aber ein komischer Name, Mensch. Und ehrlich, den Kleinen, den macht er so sehr, den lässt er mit Rasierklingen spielen. Also der erzieht seine Kinder anti-autoritär. Die dürfen in die Windeln scheißen, wann die wollen. Also der sagt, aus meinem Sohn soll mal was ganz Großes werden. Also ich habe ihn jetzt vom Professor aus Oxford kommen lassen, bei dem lernt er Englisch. Dann habe ich ihn so eine Mademoiselle kommen lassen aus Paris, bei der lernt er Französisch. Ich sag so, bei wem lernt der Junge denn Deutsch? Sagt er, bei mich. Er ist ein echter Manager-Typ, richtig so ein Snob, also gestresst, kommt er neu nach Hause und sagt zu seiner Frau, wie geht's den Kindern, was ist zu essen, sagt sie, Masern und Rouladen. Ein echter Snob, also ehrlich, wenn der ein Buch lesen will, schreibt er sich eins. Der röstet seinen Toast auf einer Stradivari, also sein Kleinster hat sich mal für die Skiffelband so ein Waschbrett gewünscht. Was macht er? Er schenkt eine vollautomatische Waschmaschine. Also ehrlich, Und die Kleinsten unter sich, die erleben Sachen, die Lütten, die sind ja so altklug. Da haben sie mal mit den Nachbarskindern, sagt der Nachbarjunge, mein Papi, der hat immer die Taschen voller Geld, fährt ein ganz großes Auto. Sagt der Meiner, ist auch Busfahrer. Kinder, wie die Bilder. Da hat er zu der Lehrerin gesagt, Frau Lehrerin, bilden Sie mal einen Satz aus Mann, Frau, Liebe, Eier und ein Zimmer. Sagt sie, das kann ich nicht. So ganz einfach, Ei, Ei, liebe Frau Zimmermann. Sagt die Lehrerin, Fritzchen, was ist an diesem Satz verkehrt? Pass auf, der Ochse und die Kuh steht auf der Weide. Was ist daran verkehrt? Sagt er, die Dame muss man zuerst nennen. Der hat Sachen gemacht, hat in meinem Aufsatz geschrieben, die Bäuerin saß am Ufer des Flusses und melkte die Kuh, im Wasser sah es umgekehrt aus. Pass auf! In einem anderen Aufsatz hat er geschrieben, und sie ritten durch die endlose Nacht, als der Morgen graute, und die Sonne aufging, merkten sie, dass sie die Pferde vergessen hatten. Da ist er mal mit dem Fahrrad auf den Bürgersteig gefahren, sagt der Wachmeister, das ist verboten, wie heißt du? Fritzchen und dein alter Willi. Als Baby wollte der immer nicht essen, hat seine Mutter gesagt, pass auf, wir machen das jetzt mal ganz einfach. Du bist jetzt eine Straßenbahn und jeder Löffel, den du isst, ist ein Fahrgast. Sagt er, auffallen, Mami, das ist prima, das machen wir. Pass auf, hier kommt der erste Fahrgast. Prima, hier kommt der zweite Fahrgast. Auch schön, hier kommt der dritte Fahrgast. Das geht ja prima. Sagt er, Mami, jetzt alles wieder aufsteigen. Oh, Mann. Pass auf.
Und ein schönes Thema ist ja, das muss ich euch erzählen, wenn der mit seinen Großeltern zugange ist, der Lütte, das ist, sagt er, Leute, Opa, Opa, weißt du, wann eine Panik entsteht? Sagt er, nee, mein Junge, ist ganz einfach, wie beim Gruppensex der Unterste ans Telefon gerufen wird. Opa, sagt er, Opa, kennst du den Gruppensex im Bäckerladen? Sagt er, nee, mein Junge, das ist doch ganz einfach, wenn ein warmer Berliner auf drei Schnecken liegt. Sagt der Opa, wie nennt man dann einen Neger, der 12 Kinder hat? Sagt er, weiß ich nicht. Ganz einfach, Black und Decker, Black und Decker. Sagt der Opa, warum heißen denn Eisbären Eisbären? Sagt er, das weiß ich nicht, mein Junge. Das ist ganz einfach, weil die weiß sind. Wenn die rot wären, dann würden die ja Himbeeren heißen. Opa, was muss eine Frau ausziehen, um ihren Mann ins Bett zu kriegen? Sagt er, das weiß ich nicht. Den Stecker vom Fernsehapparat. Opa, pass auf. Opa, ich hab ein Rätsel für dich. Läuft über die Straße und rasselt. Was ist das? Das weiß ich nicht. Das ist eine Ameise in Schneeketten. Oder Opa, ein anderes Rätsel ist weiß und hüpft von Birke zu Birke. Was das? Weiß ich nicht. Das ist doch der Dralle, der sucht neues Haarwasser. Oder Opa? Pass auf, oder Opa? Opa dreht sich auf einer Wiese dreimal im Kreis und ist schwarz. Was ist das? Das weiß ich nicht. Das ist ein Maulwurf beim Hammerwerfen. Opa, noch ein Rätsel, pass auf. Hüpft auf einer Wiese und ist schwarz. Was das? Das weiß ich auch nicht. Das ist der gleiche Maulwurf, ist der Hammer auf den Fuß gefallen. Opa, weißt du denn, was ein Wallach ist? Sagt er, nee, mein Junge, ein Wallach, das ist ein Hengst, der nicht mehr fenstern kann. Opa, ich habe ein schwieriges Rätsel. Pass auf, Opa. Zwei Frauen sitzen auf einer Parkbank und essen eine Bockwurst. Die eine beißt herzhaft rein und die andere macht vorsichtig die Pelle ab. Opa, welche von beiden ist verheiratet? Doch, das weiß ich nicht. Ganz einfach die mit dem Trauring, Mensch. Aber, ihr merkt, das ist für die ältere Generation heute nicht immer ganz einfach mitzukommen. Das geht ja alles so schnell und so heute die Zeit so hektisch. Nicht die Oma zu Opa sagt, Opa, ich lese hier gerade, wenn das brennt, dann soll man 112 rufen. Früher riefen wir doch immer Feuer. Auf. Denk doch an die drei Rentner, die da im Altersheim St. Blasius sitzen, da im Bad Sob brennen. Sagt der eine, wenn ich mal tot bin, dann möchte ich liegen neben Bismarck. Der hatte viel Ahnung von Heringen. Sagt der eine, wenn ich mal tot bin, dann möchte ich liegen neben Beethoven. Er machte eine Scheißmusik, aber eine dufte Frisur hatte der. Sagt der dritte, wenn ich mal tot bin, möchte ich liegen neben Lollo Brigida. Sagt er, eine bisschen verrückt, die ist noch gar nicht tot, sagt er eben drum. Da sagt der Pfarrer doch in der Kirche, Oma, dein Gebiss ist runtergefallen. Nee, das ist nicht meins, das ist von meinem Mann, das nehme ich immer mit, sonst frisst er mir morgens von den Schweinegraben aus. Da sagt doch Oma zu Opa, ich lese hier was in der Zeitung von so einem Flitzer, was das? Das kennst du nicht, Oma? Das sind die modernen jungen Leute, die ziehen sich plötzlich nackelig aus und dann laufen sie ganz schnell über die Straße. Die flitzen über die Straße, deshalb heißen die Flitzer. Oh, sagt sie, das ist interessant, das machen wir heute Abend mal hier im Altersheim. Tatsächlich, Oma, beim Armbruch flitzt sie durch den Saal, wie Gott sie geschaffen hat. Sagt die eine zu einem, sag sie, was war das da eben? Ja, sagt sie, das war Frau Miller, die wollte uns wohl ihr neues Kleid zeigen. Ja, sagt die eine, die hätte es aber vorher ruhig ein bisschen bügeln können, nicht?
meine, seien wir ehrlich, es ist schon eine verrückte Zeit, in der wir leben. Wie ein Skelett zu einem Eimer Wasser sagt, na, mal Schneemann gewesen, was? Also steht. Pass auf, das stand doch auf St. Danke für den warmen Einlauf, das ist ja also herrlich. Ich muss mich gleich bei euch entschuldigen, ihr merkt es schon ein bisschen. Ich fühle mich heute Abend wie eine Scheibe Vollkornbrot, so ein bisschen belegt. Und nicht, dass ich auf einem nassen Lappen gesessen habe, aber jetzt hier die ganze Nacht im warmen Bett und dann morgens in der Kälte nach Hause, das ist hart, das kann ich euch sagen. Ich war heute Nachmittag noch beim Finanzamt, hab gefragt, brauche ich als Schizophrener eigentlich eine zweite Steuerkarte? Das ist natürlich, wenn Sie beide arbeiten. Übrigens, meine Einkommensteuererklärung, die hat Ihnen so gut gefallen, die wollen dafür die Urheberrechte erwerben. Und die Beamten bei uns im Finanzamt, die haben ein neues Spiel, aber ehrlich, ganz toll, wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Also da ist aber... Die Beamten, das kann ich auch sagen. Übrigens, das letzte Betriebsfest musste bei denen ausfallen. Die haben keine Kapelle gefunden, die so langsam spielt, wie die tanzen. So, Kinder, vorzustellen brauche ich mich, glaube ich, nicht. Ich war ja in der Zeitung abgebildet. Einmal von vorne, zweimal von der Seite. Und guck mal, die Schwierigen kommen nicht so an, merkst du schon? Aber ich glaube, wir werden eine Familie heute Abend. Das ist auch so knackig voll heute Abend, nicht? Habt ihr da hinten keinen Stuhl? Müsst ihr mal was einnehmen. Schön, einige... Einige Damen habe ich gesehen, auch in toller Toilette heute Abend. Wie das herrlich. Eine Dame hier ganz in weißer Bluse. Weiß, die Farbe der Unschuld. Aber die Bluse ist schon ein bisschen älter, nicht? Oder? Oh, ja, Kinder. Ihr merkt schon, ich bin immer gerne in diesem Laden hier, so einmal im Jahr, wenn wir so was Schönes machen zusammen. Ich sage, in meiner kleinsten Kneipe ist es gemütlicher als in der größten Fabrik. Und es ist, ja, es, Kinder, es ist, man kann so herrlich seinen Gaumen duschen hier und auch gute Bedienung haben die ja hier. Ich wollte ja auch früher mal Kellner werden, aber mein Vater hat damals schon gesagt, hat er gesagt, Fips, hat er gesagt, bleib ehrlich. Und er hat immer gesagt, Junge, wenn irgendwo Geld liegt, lass es liegen, es könnte gezählt sein. Und guck mal, er sagt... Kinder, da sagt der Wirt, vorhin zu mir, mein Sohn hat einen neuen Rekord gebrochen. Das ist kein Wunder, der frisst ja alles durcheinander. Ich weiß nicht, ob ihr den Wirt mal gesehen habt. Eine große, stämmige Erscheinung, also etwa meine Figur. Bisschen albern seid ihr heute Abend, das merke ich. Aber das ist cool. Nein, aber Kinder, der war heute Nachmittag schon wieder voll wie eine Kinderwindel. Und ja, der hat ja hier diese Kürbisbowle mit ganzen Früchten. Und dabei hat er noch vor ein paar Tagen zu mir gesagt, ich schluck nicht mehr, ich lass nur noch runterlaufen. Ich sag, hast du einen Grund zum Trinken? Sagt er, ja, ich feier die Wiedervereinigung der Spalttabletten. Und ja, ich habe ihn neulich so aus Flachs gefragt, ich sag, wie kriegst du eigentlich den tollen Fleischgeschmack in deine Frikadellen? Und sagt er, du, ich glaube also, hier mein Trecker humpelt, hat er gesagt. Und er hat ja ehrlich eine gute Küche, also nur die Brombeermarmelade, die schmeckt ein bisschen nach Fisch, aber sonst hat er eine sehr gute Küche. Ne? Der hat ja auch diese Poulade à la Ferrari, also dieser Flattermann, der vom Sportwagen überfahren wurde. Und er hat ja so herrliche Sprüche drauf, sagt er neu so schön zu mir, Hammond Eggs schmecken besser als Hammond Orgel. Der hat Sprüche drauf, du, das glaubst du gar nicht. Sagt er neulich, ein Schweißfuß kommt selten allein. Oder was nützt die sturmfreie Bude, wenn die Treppe knarrt? Also der hat immer, der hat Sprüche drauf, kann ich euch sagen, das glaubt ihr gar nicht. Hat ja auch die Schnabeltasse für Linkshänder erfunden. Also alles solche Sachen, nicht? Ja, ganz doll. Ja, bei der letzten Sturmflut in Hamburg hat er seine Tränensäcke kostenlos zur Verfügung gestellt. Und, ja.
Ein echter Snob, ein echter Snob. Also seine Bildzahlung bezahlt er mit einem Euro-Scheck. Also der, ein echter Snob, ehrlich. Die haben zu Hause auf dem Klo keine Brillen, die haben Kontaktlinsen. Das kann ich euch sagen. Ehrlich, der, Kennt ihr, was der alles für Sachen gemacht hat? Sein Kanarienvogel nimmt Gesangsunterricht bei Anneliese Rodenberger. Also, dann, ehrlich, seinen Rasen lässt er nur vom Friseur schneiden. Nicht? Er war ja früher mal selbst Friseur, hat Bilanzen frisiert. Und dann war er mal eine Zeit lang Entwicklungshelfer in einem Fotolabor. Nicht? Und der hat in Varieté hat ein paar Jahre gearbeitet als taubstummer Bauchredner. Nicht? Und der hat ehrlich beim einarmigen Fensterputzer hat er geholfen, dem hat er mir das Ledertuch ausgewrungen. Bei einer Munitionsfabrik hat er gekündigt. Da haben sie ihm nach einer Explosion haben sie die 2 Millionen in der Luftwaffe vom Lohn abgezogen. Das wollte er nicht. Auf Sylt hat er in der Saison immer als Nah-Nah-Mann gearbeitet. Er ist immer nachts von Strandkorb zu Strandkorb gegangen und hat gesagt, das dürfen sie ja aber nicht. Aber hoffentlich wird's ein Junge, du. Er wollte früher ja mal Tischler werden, hatte als Kind einen Leistenbruch. Aber die letzte Zeit war er doch schon ewig, ewig besoffen, ewig voll. Also da hat er bei einer Fertighausfirma gearbeitet, die haben jeden zweiten Tag recht fest. Und ja, das ist hart, kann ich euch sagen. Da kam er mal voll und der Sprit kam er nach Hause, hat sein Hund ihn gebissen. Ne? Und der Hund ist dann an Alkoholvergiftung gestorben. Und das war ein ganz kostbares Tier, kann ich euch sagen. Der war wachsam, sowas. Ehrlich, wenn da zu Hause was los war und die haben den geweckt, aber hallo, da war aber, kann ich euch sagen, da war aber Stimmung. Sagt er, ich habe jetzt eine Entziehungskur gemacht. Das war hart, jeden Morgen auf nüchtern Magen ein Glas Wasser und das ohne Betäubung, du. So, meine Leber glaubt, es ist schon wieder Währungsreform. Aber er hat ja auf der anderen Seite alles, was man sich vorstellen kann. Der hat Mundgeruch, Karies, Parodontose, nicht? Der hat also Plattfüße, chronischen Geldmangel, Hornhautversteifung. Der hat hier alles, was man, ehrlich, den haben sie bei der Barmer Ersatzkasse mit Hängen und Würgen durch den TÜV gekriegt. Also ehrlich. Aber jetzt, Kinder, jetzt ist er bei einem sehr guten Arzt in Behandlung. Also der Arzt sagt immer, Hauptsache man stirbt gesund. Und der hat einen eigenen Friedhof. Also der hat ja, der Arzt, eine Kanone, bei Durchfall verschreibt er einen Handstand. Das kann ich euch sagen. Der war mal bei ihm in der Sprechstunde, hat einen Holzsplitter am Finger, hat er sich am Kopf gekratzt und der war im Wartezimmer, da stand ein Skelett, sagt der Doktor, ist das Anschauungsmaterial? Sagt er, nein, Kassenpatient. Sagt er, aber was führt Sie zu mir? Sagt der Doktor, ich glaube, ich habe ein Blasenleiden. Sagt er, wie kommen Sie darauf? Ja, mein Reißverschluss ist immer so verrostet. Sagt der Herr Doktor, können Sie mir denn nicht wieder Tropfen verschreiben? Wissen Sie, die Zäpfchen haben immer so einen bitteren Nachtgeschmack. Und pass auf, und dieser Doktor hat ihm ja mal diese chinesische Diätkur verschrieben. Hühnerbrühe mit Stäbchen. Ehrlich, und pass auf, Kinder, und jetzt ist der so mager, also das glaubt, also wenn der sich auf einen 100-Mark-Schein setzt, gucken links und rechts 99 Mark raus. Also ehrlich, der ist so mager, der nimmt nachts immer eine Frikadelle mit ins Bett, damit die Wanzen was zu beißen haben. Das glaubt ihr gar nicht. Sagt der Herr Doktor, wissen Sie, ich habe mal eine Frage. Ich wohne ja auf dem Lande. Wissen Sie, und ich habe immer so Angst, so große Angst, dass ich mal von einer Kreuzotter gebissen werde. Was müsste ich da machen? So, das soll sich ganz einfach machen, sich einen Kreuzschnitt und dann saugen Sie die Wunde aus. Ja, sagt der Doktor, das ist ganz einfach. Aber wissen Sie, wenn ich mich nun mal reinsetze in so eine Kreuzotter, ja, sagt er, mein lieber Freund, dann lernen Sie Ihre besten Freunde kennen. Beim Rausgehen sagt der Doktor, ich habe mal eine Frage, wie sieht's aus mit mir, ganz ehrlich. Tja, ich muss es Ihnen ehrlich sagen, nicht sehr gut. Sie haben höchstens noch 3 Monate zu leben. Sagt er, Gott sei Dank, Herr Doktor, ich dachte, bis zum Montag schon wieder zur Arbeit. Aber Kenner, auch sowas ist er dann doch irgendwie allegorisch, das tut ihn mächtig traurig, denn
hat immer gesund gelebt. Die sind jeden Sonntag sind die ins Grüne gefahren. Nicht? Das ist ja jetzt auch alles vorbei, seitdem es die Sperrmüllabfuhr gibt. Und ja, immer ganz gesund, sehr sportlich, immer die Rechte studiert, ist dann Boxer geworden. Und der hat so erfolgreich geboxt, den haben sie für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Also der. Nach einem Kampf, da sagt er, also nach der ersten Runde, sagt sein Trainer, wenn du weiter so Löcher in die Luft haust, dann hat dein Gegner in der nächsten Runde eine Lungenentzündung. Sagt er, aber ich habe mal einen Tipp für dich, wenn der dich wieder trifft, pass auf, dann haust du einfach mal zurück. Und in der dritten Runde geht er durch einen doppelten Rittberger, voll in den Ringstaub. Der Ringrichter fängt an zu zählen, ruft sein Trainer aus der Ecke, bleib liegen bis 8, sagt er, wie spät ist es denn jetzt? Ich kann euch sagen, der hat sich immer sportlich betätigt, immer. Der hat in der Schweiz hat er ins Matterhorn geblasen, dann hat er mal unter der Aufbietung seiner gesammelten Altersschwäche hat er den Butterberg von der Nordseite bestiegen und das hat noch keiner geschafft. Dann war er ja mal als Großwildjäger in Afrika, sagte Afrika, so heiß, so trocken, das glaubst du gar nicht. Die müssen die Briefmarken mit der Büroklammer festmachen. Da war er mit dem Freund auf Löwenjagd und das glaubt ihr gar nicht. Und die haben sich so eine Hütte da gebaut in der Steppe. Nicht? Und dann sagt er, du warte schon mal hier, ich gehe schon mal los. Er mit dem Gewehr haut sich in die Steppe. Plötzlich, er dreht sich um. Hinter ihm ein riesiger Löwe. Denkt er, wenn du jetzt durchlädst, die Knarre runternimmst, dann ist der Löwe längst über dich hergefallen. Der denkt, einzige Möglichkeit abhauen. Und er rennt auf die Hütte. Der Löwe kommt immer näher. Kurz vor der Hütte fällt er voll auf die Schnauze. Der Löwe über ihn weg, durch die offene Tür in die Hütte. Der zieht von draußen die Tür zu und ruft seinen Kollegen rein, zieh ihn schon ab, ich hol den Nächsten. Was der alles geschossen hat, das glaubt ihr gar nicht. Der hat ein extra Zimmer, echt wie so einen kleinen Salon für seine Trophäen. Ich sag, das ist ja toll bei dir hier. Da, der Eisbärkopf, das hat er geschossen, Alaska. Das ist unwahrscheinlich. Und da der Tigerkopf, der geschossen, Indien. So toll. Und da ein Krokodil, geschossen, Amazonas. So toll. Ich sag, da in der Ecke, hinten in der Glasvitrine, ein ganzer Neger. Da hat der Idi Amin. Ist auch Menschenkind, warum lacht denn der so penetrant? Ja, das muss ich dir erklären. Hat bis zum Schluss geglaubt, ich wollte ihn fotografieren. Sagt er, ich war jetzt wieder auf Yacht, sagt er, du, das was muss ich dir erzählen, du. Ich, Löwe geschossen, Rucksack auf, Löwe rein. Gazelle geschossen, Rucksack auf, Gazelle rein. Zebra geschossen, Rucksack auf, Zebra rein. Elefant, ich sag, schießen lass ich dich. Aber den Rucksack aufmachst, dann fehlt dir ein Satz Ohren, das kann ich dir sagen. Ich glaube, ich stehe hier im Schrank, du. Der hat verrückte Sachen, sagt er, neulich zu mir, du, auf der Reeperbahn hast du jetzt einen festgenommen, wegen unerlaubten Waffenbesitzes, da hatte zwei Messer im Rücken. Sagt er, übrigens meine Schwester, die hat sich jetzt auf St. Pauli einen Bauernhof gekauft. Ich sagte, oh Quatsch, auf St. Pauli? Ja, sie hat mir geschrieben, sie ackert auf der Reeperbahn. Sagt er, meine Schwester, du, die hat das mit den Nieren. Wir wissen nur noch nicht, ob mit den Kanonieren oder mit den Grenadieren, aber die... Ehrlich, die war jetzt in München, war da so besoffen, nachts auf dem Hotelzimmer, da konnte die nicht mal mehr Oktoberfest sagen. Die sagte mir, Otto Feste, Otto Feste. Oder der hat verrückte Sachen, das kann ich euch sagen. Sagt er, weißt du das? In Lüneburg ist jetzt einer aus der Kirche ausgetreten. Den nennt man Lüneburger Heide. Sagt er übrigens so. Sagt er, ich kenne übrigens einen Australier, das ist dieser Australier, der mal verrückt geworden ist, als er seinen Boomerang wegschmeißen wollte. Und der hat gesagt, Ouvertüre, hat er gesagt, ist dasselbe wie Konfitüre. Beide haben keine Klinke. Au Weia, wa? Der hat sich jetzt zu Weihnachten einen Gummibaum gekauft. Sagt er, Nadel nicht, im nächsten Jahr kann ich ihn rund erneuern. Nicht? Das ist ja... Ehrlich, bei den Sprüchen, die da drauf hat, hängen haben echt die Nasenflügel runter. Und ich sag, wo ist eigentlich deine Frau heute? Gott ist zu Hause, hat Möbel mit in die Ehe gebracht, soll sie auch drauf aufpassen. Und die haben. Der hat seine Frau ja durch einen Blitzflirt kennengelernt. Also, während er ihr noch den Hof machte, machte sie schon die Betten. Also, können wir schon. Also, aber trotzdem, Kinder, trotzdem eine sehr glückliche Ehe. Also, als er noch im 7. Himmel war, war sie schon im 8. Monat. Also, die haben ja auch. Die haben ja auch in. Ja, die haben ja jetzt kürzlich blecherne Hochzeit gefeiert. Also, 5 Jahre Essen aus Konservendosen. Und da. Pass auf!
Und da ist er, das ist interessant, da ist er in so ein Blumengeschäft gegangen und hat gesagt, guten Tag, ich hätte gern 24 Gladiatoren. Sagt die Verkäuferin, Sie meinen sicherlich Gladiolen. Ach ja, sagt er, das andere sind ja die Halbskörper. Die haben ja nachmittags geheiratet, weil seine Frau morgens noch zur Schule musste. Sagt er, in diesem Jahr fahre ich ja im Urlaub auf die Bahamas. Ich sagte, du warst auf der Hochzeitsreise. Ja, diesmal wollen wir baden. In der Hochzeitsreise hat sie noch so schön gesagt, Schatz, von deinen falschen Zähnen hattest du ja gar nichts erwähnt. Ich sagte, wenn sie dir nicht passen, kann ich sie ja rausnehmen. Da haben sie doch mal im Bett gelegen, nachts sagt er plötzlich zu ihr, Schatz, mir ist eben was eingefallen. Sagt er, das ist doch nichts Neues, nicht? Nein, sagt er, das meine ich nicht. Ich wollte nur sagen, am Samstag gehe ich wieder reiten, sagt sie. Daraus wird nichts. Die Studer gerade angerufen, sie sei trächtig. Und sagt er, neulich mir, meine Frau hat ein Kind bekommen. Ich sage so, wer ist denn der Vater? Sagt er zu mir, ich glaube, ihr boxt der Papst. Also ehrlich, du hast wohl noch nie im Krankenhaus gesprüßelt. Ich sage, du wüsstest das, könnte ich ja sagen. Ich sage, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Sagt er, ich glaube, ein Junge. Ich sage, wieso glaubst du das nur? Ja, ich habe nur gehört, wie die Hebamme sagte, ei, ei. Dann sagt er, in jedem Manne steckt ein Kind, hat er immer so schön gesagt. In jeder Frau steckt ja auch ein Kind. Es kommt nur auf den Wecker an, nicht? Und das wisst ihr ja. Also, dass sie neulich zur Polizei gegangen hat, gesagt, ich möchte meinen Mann als vermisst melden. Ja, sagt der Wachmeister, wie sah er denn aus? Sagt sie an sich wie immer. Weißes Hemd, blaue Hose, karierte Schürze. Da ist er mal zum Optiker gegangen und hat gesagt, ich hätte gerne neue Brille. Sagt der Optiker, wieso? Ist die alte nicht mehr scharf genug oder was? Und der, sag ich neu zu ihm, ich habe meiner Frau jetzt zum Geburtstag eine Kette gekauft. Oh, sagt er, gute Idee, meine läuft auch immer weg. Und es ist ja. Es ist ja kein Wunder, wenn sie immer sagt, immer wieder, also der einzige Reiz unserer Ehe ist der Brechreiz und deshalb wollen. Kinder, deshalb wollen die beiden sich jetzt ja auch scheiden lassen. Also sie kriegt die Kinder, er das Kindermädchen und die haben ja so süße Kinder. Da kommt die Kleine mal nach Hause und sagt, Mami, wir sind heute in der Schule alle untersucht worden. Nur eine ist noch Jungfrau, sagt sie, und das bist du, nicht? Nein, die Lehrerin. Sagt sie, was habt ihr sonst noch in der Schule gemacht? Sagt sie, Mami, wir haben Sprengstoff hergestellt. So, sagt sie, was macht ihr morgen in der Schule? Sagt sie, in welcher Schule, Mami? Da hat doch die Lehrerin gefragt, Erna, warum sind Chinesen klein und gelb? Sagt sie, wenn die groß wären, dann wären das ja Postautos. Ist doch süß, nicht? Da hat sie mal aus Klassenhass die Schule geschwänzt. Sagt die Lehrerin am nächsten Tag, du bist gestern nicht in der Schule gewesen. Warum nicht? Sagt sie, mein Opa ist gestorben. Das kann doch nicht sein, ich habe ihn morgen heute noch mal am Fenster sitzen sehen. Ja, da muss er noch sitzen, eine Woche wegen der Rente. Oh, Feier. Da ist die Kleine mal mit der Mami mit dem Bus über die Reeperbahn gefahren. Und da sagt sie plötzlich, Mami, was sind das alles für Mädchen, die da stehen? Sagt sie, mein Kind, das sind Frauen, die warten auf ihre Männer, die von der Arbeit kommen. Sagt der Busfahrer, gnädige Frau, klären Sie Ihr Kind doch richtig auf, sagen Sie ihm doch die Wahrheit, sagen Sie doch, es sind Frauen, die mit Männern für Geld ins Bett gehen. Ach so, sagt sie, Mami. Und was wird aus den Kindern, die diese Frauen kriegen? Sagt sie, Busfahrer, mein Kind. Pass auf. Und da hat er mal in der Badewanne gesessen, gucken die Kinder zur Tür rein, sagen, Papi, können wir Schweinchen Dick sehen? Ja, kommt rein, aber habt ihr bloß die Ausdrücke her, Mensch? Kinder, es scheint denen ja auch finanziell gar nicht so gut zu gehen. Immer wenn ich da mal zu Besuch bin, spielen die Kinder Gerichtsvollzieher. Und hat immer diese schönen Sprüche drauf, wer A sagt, muss auch Alimente sagen. Hat er neulich so schön gesagt, also er sagt, Alimente zahlen, sagt er, das ist so lustig wie das Einkaufen von Hafer für ein totes Pferd, sagt er. Und geizig, ist er geizig, stellt sich mit der Kerze vom Spiegel, feiert den zweiten Advent. Also ehrlich, der hat sich neulich eine Kuhbuchsuhr gekauft und einen Sack Vogelfutter dafür andrehen lassen. Also ehrlich, der macht,
hat ein Einzelhandelsgeschäft aufgemacht mit dem Nachtschlüssel und all solche Sachen. Sagt er neulich zu mir, du, ich hab 1000 Mark verloren beim Rennen. Ich sag, was rennst du, geh langsam. Da hat er sich nachts im Bett hin und her gewälzt, kann nicht schlafen. Sagt seine Frau, Liebling, was ist los? Warte, nicht, warte. Och, sagt er, ich hab so einen Summen im Kopf. Sagt sie, wie hoch sind denn die Summen? Ach, sagt er, weißt du, ich hab doch bei dem Müller da so einen Scheck über 30.000 Mark laufen, weißt du, morgen ist der fällig. Sagst du, und deshalb regst du dich so auf, deshalb kannst du nicht einschlafen, lass mich das mal machen. Hängt sich ans Telefon, wählt und sagt, Herr Müller, ja, Herr Müller, mein Mann, der hat einen Scheck bei Ihnen laufen über 30.000 Mark, morgen ist er fällig. Das ist richtig, neue Frau, aber deshalb rufen Sie mich doch nicht mitten in der Nacht an. Sagst du, doch, ich wollte Ihnen nur sagen, mein Mann zahlt nicht. Knallt den Hörer auf und sagt, und so, nur haust du dich auf die andere Seite, machst die Augen zu, jetzt kann der Müller nicht mehr schlafen. Ich sag, neulich so schön zu ihm, ich sag, hast du den ganzen Tag geschlafen? Sagt er, ja, warum? Ich sag, dein Hemd hängt auf der Leine. Ich sag, wo warst du denn Sonntag? Sagt er, auf der Autobahn, hinter einem VW. Und er wurde ja kürzlich ins Krankenhaus eingeliefert, also böse Sache, hat sein Bettnachbar sich gleich vorgestellt und hat gesagt, gestatten, Meier, 12-Finger-Darm. Sagt er, angenehm, Schulze, Geisterfahrer. Er war echt als Geisterfahrer unterwegs auf der Autobahn und alle haben ihn angeblinkt, sagt seine Frau, toll, Liebling, wie viele Leute dich kennen. Kurze Zeit später kam über NDR 2 die Mitteilung, liebe Autofahrer, die Gefahr mit dem Geisterfahrer auf der A7 ist beseitigt, er befindet sich unter einem Lastwagen und fährt wieder in entgegengesetzter Richtung. Ehrlich, und im Krankenhaus machte der Doktor Visite und sagt, Herr Schulze, ich bin kein Mann von vielen Worten. Sagt er, ich bin auch verheiratet, Herr Doktor. Sagt er, Herr Schulze, machen Sie sich keine Sorgen, in 3 Wochen sind Sie raus aus dem Krankenhaus, so oder so. Und zu dem Bettnachbar sagt er, was ist denn mit Ihnen los? Was fehlt Ihnen denn? Sagt der Doktor, ich habe immer so ein Jucken in der Hüfte. Ja, also da muss ich ihn untersuchen und sagen, mein lieber Freund, Sie sind an sich topfit, Sie sind in Ordnung, organisch vollkommen in Ordnung, gesund. Wie ist es mit der Liebe? Sagt er, 3-mal im Monat. Wie alt sind Sie denn? Sagt er, 27, Herr Doktor. Sagt er, 3-mal im Monat? Mein Lieber, 3-mal in der Woche. 3-mal am Tag, mein Lieber. Sagt er, Sie haben gut reden, Herr Doktor. Sie sind Arzt in Barmbek, ich bin Kaplan in der Eifel. So, Freunde. Ich darf mich bei dieser Gelegenheit ein bisschen zurückziehen. Ihr könnt inzwischen diese kleine Platte umdrehen. Das machen wir immer auch nach altbewährter Weise. Nicht mit einem kleinen zur Brust. Denkt daran, der Wirt braucht jede müde Mark. Und ich verabschiede mich bis nachher mit dem alten Hamburger Schlachthof wie immer. Tschüss! So, Freunde. Danke, hier ist eine Stimmung. Ich habe es eben gemerkt, da kam einer von der Toilette. Strahlte mich an und sagt, ich verreise nächste Woche mit meiner Frau nach England. Ich sag, wieso denn das? Die habe ich eben gezogen, 2-mal London. Wart ihr mal da unten? Da ist aber Stimmung, das kann ich euch sagen, da müsst ihr mal hingehen. Da klopft da einer an die Klotür und sagt, ist da jemand? Kommt die Stimme von drinnen? Nein, im Gegenteil. Wart ihr mal unten bei der Klofrau? Bei der spukt das, die hat überall diese Spuknäpfe aufgestellt. Die hat ja einen neuen Toilettenspruch, nicht eine Hand wäscht die andere und nee, geht doch mal runter. Also die Frau ist so einsam, die ist schon glücklich, wenn man sie nach der Uhrzeit fragt. Und die ist ehrlich, die feiert ja in diesen Tagen ihr 5-jähriges Dienstjubiläum. Schön, da unten gibt es belegte Brote, Kaffee und Kuchen. Nee, sie hat vorhin noch so schön zu mir gesagt, Fips hat sie gesagt, es ist ein rauschendes Fest. Also, sie ist echt, ne? So richtig eine gemütliche Oma, also die war 3-mal verheiratet, außerdem hat sie 2 Weltkriege überlebt. Und die, also, da sagt neulich ihr kleiner Enkel zu ihr, Oma, kommst du nachher damit zum Baden? Sagt sie, nee, das geht nicht, mein Junge, mein Badeanzug hat ein Loch im Knie. Eines Tages kam sie hier an, ich habe sie kaum wiedererkannt, das muss ich euch schildern. Ein Auge metallisch blau, das andere fast zu, ein Ohr hing runter, Lippen aufgesprungen, Nasenbein eingeschlagen, ein Arm ausgekugelt und sie humpelte. Sag, Oma, um Gottes Willen, was ist passiert? Sagt sie, Opa hatte einen Schlaganfall.
sauber, Oma, da musst du die Zähne zusammenbeißen. Schatzi, das ist so einfach, du, wenn du noch oben links und unten rechts einen hast. Pass auf, und Opa? Opa hat jeden Abend mit so einem Teleskop von 70-71 am Fenster gestanden und hat gegenüber gesehen, wie sich da so ein junges Mädchen entblättert hat. Eines Tages hat Oma denn das Mädchen auf der Straße gesprochen und sagt, Fräuleinchen, was ich sagen wollte. Können Sie nicht morgen die Jalousien mal rechtzeitig runterlassen? Mein Alterchen ist hinterher immer ganz durcheinander. Ja, die verspricht, dass es geht 14 Tage geht. Oma trifft sie wieder auf der Straße und sagt, Fräuleinchen, was ich sagen wollte, schönen Dank erstmal, dass Sie jetzt die Jalousien immer rechtzeitig runterlassen. Aber können Sie sie nicht morgen noch mal hochnehmen? Ja, sagt sie, warum denn, Oma? Er hat Geburtstag. Und da hat sie mal gesagt, Opa, wollen wir nicht mal wieder ins Kino gehen? Sagt aber, Oma, wir waren doch erst. Ja, sagt sie, inzwischen ist aber doch der Tonfilm erfunden worden. Und die beiden Kinder und die beiden sind losgegangen. Auf der Straße treffen sie einen Passanten und sagen, entschuldigen Sie, wo geht's hier ins Kino? Sagt er, geradeaus. Siehst du, sagt sie, wenn wir schon mal ins Kino wollen, ist es geradeaus. Da hat Oma mal eine Bekannte getroffen auf der Krankenkasse. Und die sagt sie, na, was machen Sie denn hier? Sagt sie, ich hole einen Krankenschein für meinen Mann. Und Sie? Sagt sie, ich lasse meinen Mann seinen verlängern. Ach, das machen die hier. Neulich fing zu Hause ihr Fernsehbild an zu laufen, hat sie gleich beim NDR angerufen und hat gesagt, hören Sie mal zu, Herr Intendant, spielen Ihre Filme eigentlich alle im Paternoster oder wie sehe ich das? Da hat Opa in der Kirche gesessen und der Pfarrer hat gepredigt über die 10 Gebote. Bei der Stelle, du sollst nicht stehlen, da zuckt Opa zusammen. Bei der Stelle, du sollst nicht Ehe brechen, da grinst er so hämisch vor sich hin. Der Pfarrer beobachtet, spricht ihn nachher an und sagt, was das nun zu bedeuten hat. Ja, sagt Opa, das folgendermaßen, Herr Pfarrer, wissen Sie, bei die Stelle, du sollst nicht stehlen, habe ich gemerkt, dass mein Schirm weg ist. Wissen Sie, und bei der Stelle, du sollst nicht Ehe brechen, da fiel mir ein, wo ich ihn stehen gelassen habe. Aber ich glaube, ihr gebt mir ein bisschen recht. Also in diesem Laden ist echt schon was los. Hier saßen zwei Besoffene am Tresen. Sagt der eine zum anderen, kennst du die Wüste Gobi? Oder hör bloß auf mit deinen Weibergeschichten. Da hatte sich hier ein Gast russische Eier bestellt. Nach der Stunde sagt der Herr Ober, wo bleiben die russischen Eier? Sagt er, den Russen haben wir schon, er wehrt sich noch. Hier vor der Tür, die hat auch vor der Tür ein Betrunkener gestanden. Und sagt, Herr Wachmeister, was habe ich in der linken Hand? Sagt er, nichts. Sagt er, was habe ich denn in der rechten Hand? Sagt er, auch nichts. Sie sind auweier, dann pingel ich schon wieder in die Hose. Ja, Freunde, das passt vielleicht ganz gut zu diesem Thema. Übrigens, man hat ja festgestellt, dass jeder vierte Bulle ein Polizist ist. Und die weiblichen Polizisten heißen ja Bulletten, das wisst ihr. Und, übrigens, Statistiken sind ja immer interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also, Statistiken, man sagt zum Beispiel, 50% aller verheirateten Bundesbürger sollen Männer sein. Ich meine, es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, also Frauen sind so unpolitisch wie Wanderameisen. Und das halte ich nicht für richtig. Es ist zum Beispiel erwiesen, dass 40% aller Frauen Franz Josef Strauß als Mundartpolitiker viel lieber mögen als Karl Valentin. Frauen sind nicht so unpolitisch, glaubt mir das. 10% haben den Namen Schmidt schon mal gehört. Das ist unwahrscheinlich. Frauen? Da wurde einer mal gefragt, was er sich unter einer idealen Frau vorstelle, hat er gesagt, ein Bett. Frauen drängen alle Berufe vor. Glaubt mir das, eine Kaufhausdetektivin hatte mal einen Ladendieb geschnappt. Auf frischer Tat führt ihn dem Direktor vor, der sagt, bitte durchsuchen Sie den Mann. Die greift den Dieb in die Hosentasche, der verdreht die Augen. Sagt er, was hat er drin? Sagt sie, kein Futter. Hier verdrehen auch einige die Augen jetzt. Ich merke das schon.
Sie erklärt ihm das gerade da jetzt. Ach, der liebe Zeit. Herrlich. Nee, Kinder, ihr wisst es, ich spreche immer gern über Frauen. Frauen sind ja wie Telefon. Ja, oft besetzt, häufig falsch verbunden. Hin und wieder gestört. Manchmal steckt ein dritter Teilnehmer in der Leitung. Also es... Da hat mal die schwangere Tänzerin gesagt, ich hätte doch besser die ganze Nacht tanzen sollen. Und es gibt ja Frauen, die tun zum Beispiel die Pille in die Kaffeemühle. Also das Pulver hat der Papst ja nicht verboten. Und im Kloster schreit Schwester Clotilde, es ist ein Mann im Haus, es ist ein Mann im Haus. Hat die Oberin, woher wissen Sie, das haben Sie ihn gesehen? Nein, der Klodeckel ist hochgeklappt. Und übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Nonnen vermehren sich ja durch Zellteilung. Und das ist ja... Im Kloster hatten sich zwei junge Burschen zwei Nonnen geschnappt. Und die eine schreit, als wenn sie am Spieß hängt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sagt die eine, pst, meiner weiß es. Nein, seien wir ehrlich, Frauen werden doch heute nur noch rot unter den Händen ihres Masseurs. Wenn heute eine Frau im Film angezogen ist, dann war doch bestimmt das Studio nicht geheizt. Und da wurde einer jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt, nur weil er seiner Frau die Wagentür aufgehalten hat. Bei 200 Stundenkilometern. Wie sie sagt, Lisbeth, fährt dein Mann nicht viel zu schnell? Ach, wart, Ferdinand kennt den Weg im Schlaf. Nicht Ferdinand? Ferdinand? Ferdinand! Kinder, wie heißt es immer so schön? Ein kleines Nickerchen bewahrt vom Älterwerden. Besonders hinterm Steuer. Und übrigens, der Adel... Übrigens, der ADAC hat eine neue Empfehlung rausgebracht. Also die Autofahrer sollten noch beim Parken ihre Wagentür auflassen, damit die Fußgänger ungehindert durchgehen können. Und die wollen ja jetzt ein Auto entwickeln, das weniger als einen Zentner wiegt, damit die Fußgänger auch mal zurückschlagen können. Und ja, eine Bekannte von mir, die hat sich jetzt die neue Autofahrerfrisur zugelegt, Nockenwelle. Nicht? Und ja, sie hat ein schönes, kleines, niedliches Auto, so tief, da gucken die Dackel zum Fenster rein. Ganz leise, also die kann sich mit den Knien die Ohren zuhalten, nicht? Ein ganz, ehrlich, hat sie neulich den Gastmann gerufen und hat gesagt, gut, dass die kommen, bei mir klemmt nämlich das Gaspedal, nicht? Und die Frau, da hat, wo sie mal angehalten, von der Verkehrsstreife, sagt der Wachmeister, nee, Frau, ihr Licht ist nicht in Ordnung. Das verstehe ich gar nicht, ich habe doch gestern die ganzen Kerzen auswechseln lassen. Die hat aber, ehrlich, ganz tolles Auto, kaum gelaufen, meist in Werkstätten rumgestanden, also ein... Er braucht keine 7 Liter Öl, also ein märchenhafte Bremsen, so nach dem Motto, es war einmal, kennt ihr ja. Der Mann beim TÜV hat zu ihr gesagt, also gnädige Frau, 2 gute Mitteilungen, ihr Handschuhfach, ihr Rückspiegel sind in Ordnung. Sagt er, wissen Sie eigentlich, was eine Profilneurose ist? Sagt sie, natürlich, wenn auf meinem Profil eine Rose wächst. Sagt sie, nein, eine Profilneurose ist, wenn ihre Reifen Angstzustände kriegen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, nee, Frau, wenn Ihr Auto ein Pferd wäre, wir müssten es jetzt erschießen. Und ehrlich, und mit dem Wagen ist sie mal vor eine Tankstelle gefahren und hat gesagt, bitte volltanken, wo sind die Toiletten? Die verschwindet in einer halben Minute, war sie wieder da. Zahlen, weg war sie. Sagt einer, was war mit der Frau los? Die war vollkommen durcheinander, puterrot im Gesicht. Oh, so der Tank war eine kleine Spielerei von mir, wissen Sie. Wissen Sie, wenn die Frauen so auf Klo gehen, sich auf die Brille setzen, wird Kontakt ausgelöst und setzt sich ein Tonband in Bewegung, kommt von unten die Stimme, bitte rücken Sie etwas an. Ehrlich, da ist doch in Texas, da in Dallas, ist mal so ein Neger mit dem Straßenkreuzer von der Tankstelle gefahren, sagt, bitte einmal voll tanken. Sagt der Tankwart, an meine Tankstelle werden keine Neger bedient. Sagt, er hat mich voll falsch verstanden. Ich sagte, voll tanken. Da hält der Tankwart eine Münze aus der Tasche, wirft die hoch, zieht seinen Colt, 3 saubere Einschüsse, fängt wieder auf und sagt, an meine Tankstelle werden keine Neger bedient. Da holt der Neger eine Kartoffel aus der Tasche, wirft die hoch, zieht sein Messer aus dem Stiefel. Das Ding kommt sauber geschält in 6 Stücken wieder runter. Sagt der Tankwart, darf es auch noch Ölwechsel sein? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, warum Neger im Kino immer weiße Handschuhe anhaben. Damit sie beim Schokoladeessen nicht in die Finger beißen. Da sagt die eine zu anderen, mein Mann hat sich einen Van Gogh gekauft. Das ist so als Zweitwagen. Pass auf, da ist mal einer mit seinem Wagen in die Deutsche Gebirgsrepublik gefahren. Das ist ja, also das ist die DDR, die heißt heute so wegen der vielen Engpässe. Und der wurde von einem Fopo angehalten, sagt der Fopo, können Sie sich ausweisen? Ach, sagt er, kann man das jetzt auch selbst? Die haben ja in der DDR jetzt eine neue Zeitschrift rausgebracht, die Schnauze. 3 Millionen halten die schon und das ist...
Der nächste, weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, der nächste Bundespresseball soll ja in Ost-Berlin stattfinden. Ja, unsere ganzen Bonner Minister wollen mal mit ihren ehemaligen Sekretärinnen wieder tanzen. Ja, ihr merkt, wir sind ganz schön aktuell. Die haben ja auch den Kaffeemix da drüben, nicht? Der wird ja schon mit der Neutronenbombe verglichen. Natürlich, der Mensch wird vernichtet, die Tasse bleibt heil, nicht? Das ist ein unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, warum es in der DDR keine Terroristen gibt. Die müssen ja 10 Jahre auf so ein Fluchtauto warten da drüben. Also, das heißt ja drüben immer so schön, fleißig, 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 die DDR wird 30. Die Kleinen laufen sich einen Wolf, die Großen kaufen sich einen Golf. Nee, das ist ehrlich, und Übrigens, der Golf ist drüben das beliebteste Auto, weil die ja immer zum TÜV nach Wolfsburg müssen. Und übrigens, das neutralste Land, da ist ja die Tschechoslowakei. Die dürfen sich ja nicht mal in die eigenen Angelegenheiten mischen. Und ja, guck mal, in Russland haben sie zum Beispiel jetzt eine Giraffe mit einer Kuh gekreuzt. Das Tier soll im Westen fressen, im Osten gemolken werden. Und die größten Pechvögel, das sind ja die sowjetischen Kosmonauten. Nicht? Die fliegen 20 Mal um die Erde und landen wieder in der Sowjetunion. Das ist Pech. Nicht? Das ist, ja. Guck mal, die Pravda hat zum Beispiel ein Preisausschreiben für den besten politischen Witz veranstaltet. Erster Preis 20 Jahre. Und natürlich, da kam doch ein Soldat in den Kreml und sagt, Genosse General, auf Roten Platz sitzen 100 Soldaten essen. Und sagt, das ist tragisch. Halbe Stunde später kommt er wieder. Genosse General, auf Roten Platz sitzen 1000 Soldaten essen. Sagt, das ist nicht so tragisch. Nach einer Stunde kommt er wieder, sagt der General, auf Roten Platz sitzen 10.000 Soldaten essen. Sagt er, nicht so tragisch. Warum regst du dich so auf? Sagt er, essen alle mit Stäbchen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was im Brockhaus unter DDR steht. Kleines zänkisches Volk an der chinesischen Grenze. Das ist schön, ne? Über Chinesisch ist ja herrlich. Ne? Der Presseminister heißt ja Zeitung. Ladenschluss auf Chinesisch, Schwatsch schon zu. Oder Spinat auf Chinesisch, Kukaki. Also alles schön. Ich war jetzt Chinesisch essen. Aber herrlich, immer ein Erlebnis. Also da kam mir der Kellner entgegen, so ein Spargeltarzan, weißt du, mit so einem riesigen Gewürzprüfer, nicht? Ein bengalisches Glitzern in seiner Iris, nicht? Und ich denke nach, Vorsicht ist der Opa aller Überlegungen, ihr kennt das, nicht? Und er auf mich drauf los mit diesem elastischen Gang eines südamerikanischen Kaffeesackträgers. Und ich sage auf echt Hamburgisch, sage ich, grüß Gott, nicht? Ja, haben Sie bitte einen Platz für mich? Ja, danke schön. Da kann ich mal die Karte haben. Ich sag ja, oh du mein lieber, mein Vater, das kann ja kein Arzt lesen, was würden Sie mir empfehlen? Ich sag, das können Sie mir bringen. Ich sag, das auch noch, meine Güte. Und dann kam das Essen, was war eine Phrase, ich hätte eben so gut zu Hause essen können. Nicht? Ich sag nachher, bringen Sie mir bitte die Rechnung. Scheiße, hab ich die Suppe vergessen. Auweia, kann ich ja nur sagen. Ja, es ist schon verrückt, was heutzutage alles passiert. Kommt einer mit dem Känguru in die Bar, sagt der Mixer, warum haben Sie den Apparat denn hier? In der Lotterie gewonnen, sagt das Känguru. Die heißt immer so schön, heiß, heute sagt er das Ei, als es in die Pfanne gehauen wurde. Ihr kennt diesen, nicht? Wie das Mixgerät zum Kochlöffel sagt, fröhliche Weihnachten, Oma. Nee, das ist, die zwei doofe Fußball spielen, nach 45 Minuten sagt er, eine Halbzeit, jetzt bist du mal der Ball. Da hat der Pfarrer in der Kirche gesagt, zum Küster, es ist kein Mensch in der Kirche, nicht mal der Organist. Wer spielt denn? Hat der HSV gegen Bayern München. Pass auf, und nach dem Spiel, da wurde der Kevin Keegan, der wurde interviewt vor so einem Reporter. Und da sagte Mr. Keegan, Sie haben einen neuen Vertrag abgeschlossen. Wie hoch war der? Sagt er, 400.000. Und was haben Sie damit gemacht? Sagt er, ich habe mir einen Ferrari gekauft. Sagt er, und den Rest? Sagt er, den Rest habe ich auf die Bank gelegt, soll arbeiten. Hat er den Manfred Kals gefragt, Sie haben auch einen neuen Vertrag, Herr Kals? Sagt er, ja, wie hoch war der? Sagt er, 300.000. Was haben Sie damit gemacht? Sagt er, ich
habe mein Bungalow bezahlt. Und Rest? Ja, der Rest habe ich ein bisschen in Wertpapieren, Pfandbriefen, ich kenne das ja, so ein bisschen arbeiten. Hat er einen Stahlarbeiter im Hafen gefragt. Sagt er, Sie haben auch einen neuen Vertrag? Sagt er, ja. Wie hoch war denn der? 4%. Sagt er, was haben Sie damit gemacht? Sagt er, ich habe mir einen Anzug bei C&A gekauft. Sagt er, der Rest, den hat meine Mutter dazugelegt. So ist es im Leben. Wer Schaden hat, braucht für den Schrott nicht zu sorgen. Und da ist zum Beispiel der Franz Josef Strauß zum Papst gefahren, Audienz beim Papst in Rom. Und gesagt, können Sie mich bitte heilig sprechen? Ich sagte, aber Bruder, das wird nicht möglich sein. Ich kann nur Tote heilig sprechen, Sie leben noch. Aber sag, heiliger Vater, ich habe auch viel Geld, ich will demnächst was kosten lassen. Gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit? Sagt der Papst, gut, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie stellen sich scheintot, ich spreche Sie scheinheilig. Ein bisschen überparteilich wollen wir ja bleiben. Aber nee, ganz ehrlich, Freunde, hoffentlich hat die Bundeswehr morgen schönes Wetter. Die Bundeswehr ist ja so ein Thema. Wie der Spieß sagt, Gefreiter Müller, Sie sind der Erste, der sich über einen nicht aufgegangenen Fallschirm beschwert. Oh, das. Auweia. Ihr denkt aber mit, das kann ich euch sagen. Da sagt der Spieß, und nun die ganze Kompanie, Marsch und links, 2, 3, 4, links, 2, 3, 4, ruft einer aus dem zweiten Glied, können wir jetzt mal das rechte Bein nehmen? Da tobt der Oberst, Gefreiter Müller, weil Ihre Frau zu Besuch war, habe ich Ihnen 24 Stunden Sonderurlaub gegeben. Was machen Sie? Sie kommen erst nach 3 Tagen zurück. Was haben Sie, Ihrer Entschuldigung anzuführen? Sagt der Oberst, das war so. Als ich ins Hotel kam, da saß meine Frau gerade in der Badewanne. Sagt er, das hat 3 Tage gedauert? Nein, aber meine Uniform brauchte so lange zum Trocknen. Kinder, das ist wahre Liebe. Wie der Richter sagt, so gnädige Frau. Sie wollen mir also weismachen, Ihr Mann habe sich erhängt. Und wie kommen die Beulen an seinen Kopf? Dass sie haben Gummiband genommen. Ist verrückt, nicht? Bei uns im Dorf an der Kirche hängt ein Schild. Diese Kirche, diese heilige Stätte mit Schuhen zu betreten, ist genauso sündhaft wie eine Jungfrau zu verführen. Hat einer drunter geschrieben, habe beides versucht, kein Vergleich. Wir haben ja bei uns auch im Dorf, das kann ich ruhig mal ein bisschen erzählen, wir haben ja ganz saubere Luft bei uns im Dorf, weil die Fenster nie aufgemacht werden von den Bewohnern da. Und unsere Frau. Unsere freiwillige Feuerwehr, die hat jetzt gesammelt für einen neuen Feuerwehrwagen. Den alten wollen sie nur bei falschem Alarm einsetzen. Ja, da haben sie geschrieben, bitte spendet reichlich, sollte der Betrag nicht ausreichen, sehen wir uns gezwungen, ein Konzert zu veranstalten. Und guck mal, mein Nachbar. Ehrlich, mein Nachbar zum Beispiel, also der hat jetzt eine Subventionsfallfahrt nach Oberjammergau gemacht und der hat da. Ehrlich, der Fritz, du warst das nicht. Nein. Du warst es wirklich nicht. Und der hat da in einer Bar gesessen und die Bardame, also nächtlicher Raubvogel, weißt du, mit also ein Gesicht so einladen wie so ein ungemachtes Bett, könnt ihr euch vorstellen? Also echt. Und braune Hautfarbe, Toaststufe 3, könnt ihr euch vorstellen? Optimal symmetrische Beckenknochen, also wunderschön. Und ja, sagt sie so, also wenn die lachte wie so ein rotes, wie paniertes Rotbarschfilet, könnt ihr euch vorstellen? Also die, ehrlich. Und sagt sie, möchten Sie gerne einen Tee? Sagt er, trinke keinen Tee. Möchten Sie einen Kaffee? Ich trinke keinen Kaffee. Möchten Sie einen Whisky-Soda? Ich trinke keine Soda. Und dann sagte so, saß er so mit dreistöckig belegter Stimme, nicht? Sagte, das ist schön. Als Bardame müssen Sie sicherlich sehr viel stehen. Oh, sagt sie, wie man es nimmt. Nicht? Und ehrlich, und die beiden kamen sich dann doch sehr schnell näher, nicht? Und sagt sie, kommen Sie nachher ein bisschen noch zu mir? Ich habe ein herrliches Appartement, so mit integriertem Müllschlucker, also sehr schön. Die beiden haben dann Bazillen ausgetauscht, also das war also, wenn die Küsse, das war eine halbe Mandelspülung. Und die am nächsten Morgen sagt der Schatz, es war herrlich mit dir, es war eine wunderschöne Nacht, ich möchte dir was schenken. Was möchtest du denn haben? Möchtest du einen Herzmanuel Bouillon trinken? Sagt sie, wenn du mir unbedingt was schenken willst, weißt du, dann schenk mir doch so ein kleines Taschenmesser. Du kennst doch diese kleinen Taschenmesser, Nagelfeile, Korkenzieher, Schere, so zum Klappen und so. Sagt er, was ist denn mit einem Taschenmesser?
So, zieht sie eine Schublade raus, liegen fein säuberlich so 578 Taschenmesser. Sie, was wissen den ganzen Taschenmesser? Oh, ich muss dir das erklären, weißt du, mein Vater ist kürzlich gestorben, hat mir seine Millionen vernacht. Eine große Villa, dieses Apartment, was wir haben, Sportwagen, Segeljacht. Ich bin 20 Jahre jung, sehe gut aus, bin sonst, glaube ich, auch einigermaßen auf der Höhe. Aber eines Tages werde ich 50 sein. Und kannst du dir vorstellen, was so ein junger, knackiger Pfadfinder nicht alles macht für so ein Taschenmesser? So, Freunde, ich darf mich bei dieser Gelegenheit bei euch verabschieden. Es hat mir viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!